Ja, liebe Frauen und Fans, wir sind schon online. Ihr hört hier die sagenhafte Stimmung im Sportpark am Schlagbaum in Obersprockhövel. Die beiden Mannschaften betreten gerade das Spielfeld. Es ist alles wirklich eine ganz hervorragende Stimmung hier. Sehr herzlich das Ganze. Hat so ein bisschen was von einem Volksfest, muss ich sagen. Die Leute stehen hier mit ihrer Lawine in der Hand und gucken sich das Spiel ganz entspannt an. Und man merkt, dass es hier für die Stadt doch was ganz Besonderes ist, für Sprockhövel hier der SC Preuß Münster daheim begrüßen zu dürfen. Gerade wurden noch mal ein paar Spieler vorgestellt. Da zeigte sich, dass der Moderator der Veranstaltung nicht ganz sicher war mit den Namen. Da kam dann Jens Tuckenbrot auf einmal von Karl-Heinz Jena und noch einige andere witzige Versprecher. Aber wie gesagt, das ist alles mit einem Augenzwinkern gemeint. Das ist alles wirklich eine ganz entspannte, tolle Stimmung hier. Und ja, wir sitzen auch das erste Mal so nah am Spielfeld wie, glaube ich, noch nie. Also wir haben hier zwei schöne Campingstühle in Weiß und haben uns hier schön unser Radio aufgebaut und sitzen ungefähr 5 Meter von der Seitenlinie entfernt. Das macht das Ganze zum Kommentieren natürlich nicht einfacher. Wir probieren trotzdem unser Bestes. Seht uns das nach, wenn wir die Spieler dann vielleicht mal nicht genau erkennen oder auch die Spielsituation auf der gegenüberliegenden Seite nicht so ganz eindeutig erkennen können. Aber wir probieren hier unser Bestes zu geben. Wir kommen zu den Mannschaftsaufstellungen. Lieber Patrick, du sitzt neben mir. Guten Abend. Mit wem haben wir es denn heute hier zu tun? Ja, der SC Sprockhövel wird erstmal... Obersprockhövel, so viel Zeit muss sein. Muss alles seine Richtigkeit haben. Also die erste Überraschung, ein Spielertrainer wird hier auflaufen. Und zwar im Mittelfeld der Sascha Höhle, Mittelfeldspieler und gleichzeitig Trainer. Zur zweiten Überraschung kommen wir direkt danach. Es wird 4-4-2 gespielt, also hier keine Zurückhaltung des Landesligisten. Mit zwei Stürmern greifen die an. Aber wir fangen trotzdem mal hinten an. Im Tor Stefan Gosing. Dann die Viererkette wird gebildet von Ejain Ashetu Hassan. Daneben Dario Ferres, Nikita Wirth und Maximilian Schwoche. Dann im Vierer-Mittelfeld Nils Rosenbach, der Trainer Sascha Höhle, Nermin Yonussi und Tim Joppe. Und vorne im Sturm Muhidin Ramovic und Niklas Niedergetmann, der, so habe ich mir sagen lassen, lange verletzt war und eine kleine Überraschung, dass er heute spielt. Ja, und eben jener Muhidin Ramovic, der hat eins von den zwei Toren, die Obersprockhövel bisher erzielt hat, in der Landesliga erzielen können. Ich glaube, es war beim 1-4. Es gab dazu noch ein 1-6 und ein 1-0 Niederlage in den ersten drei Spielen für den Aufsteiger in die Landesliga. Das Spiel hat schon begonnen. Obersprockhövel gerade mit dem ersten Angriffsversuch. Der landete aber dann in den Füßen von Marco Pischhorn, der heute die Innenverteidigung bilden wird mit Simon Scherder gemeinsam auf den Außenpositionen. Sehe ich da auf der linken Seite Julian Riedl, auf der rechten Seite ist dann Röhe und dann im defensiven Mittelfeld Röhe ist im defensiven Mittelfeld, wenn ich das richtig sehe. Und da kriegen wir den ersten Ballkontakt. Sicher gelöst von mir, oder? Der Philipp Röhe spielt wohl im defensiven Mittelfeld gemeinsam mit Amaury Bischoff, auf der rechten Seite dann Kevin Schöneberg wieder dabei. Dann jetzt müssen wir eben aufpassen, Obersprockhövel jetzt mit dem ersten Angriff, aber der Ball geht ins Aus. Zweiter Ballkontakt fürs Fernradio. Jawohl, passt sicher, Philipp, klasse. Patrick, Entschuldigung, wo spielst du nochmal? SC Münster 08, dritte Mannschaft, Kreisliga B. Ja, das merkt man wirklich, ja. Du hast die Übersicht. Dann kommen wir weiter zur Preußenaufstellung. Der ist ja gerade im Ballbesitz auf der rechten Seite mit ziemlich viel Platz. Benny Siegert spielt den Ball in die Mitte auf Abdinur Amatschaibu, der wieder zurück auf Siegert, aber der befindet sich dann auf der rechten Seite im Abseits. Also im Mittelfeld haben wir dann Benny Siegert, wie gerade angedeutet. Dann hinter der Spitze Amatschaibu, auf der linken Seite wird Hoffmann heute sein Glück versuchen. Er ist, glaube ich, der einzige Spieler, der aus der Startelf gegen Holstein Kiel noch dabei geblieben ist. Jetzt Obersprockhövel mit dem Abstoß, Kopfballverlängerung kommt an, Spieler kommt in den 16er, legt nochmal zurück auf den Mittelfeldspieler, auf den Spielertrainer mit der Nummer 8, der zieht ab, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Aber man kann es aber tatsächlich die erste Torchance hier nennen, ja. Für den Gastgeber. Für Sascha Höhle, der hier einfach mal furztrocken aus 20 Metern abzieht. Da sahen die Preußen nicht gut sortiert aus in der Rückwärtsbewegung. Jetzt langer Ball der Preußen auf Rocky Krone, Brustannahme schön verlängert auf Amatschaibu, der da im Laufduell gegen einen Spieler aus Sprockhövel, der
gewinnt zwar das Laufduell, aber der Sprockhöfler kann ihn den Ball vom Fuß spitzeln und jetzt versuchen die Jungs in Weiß vom SCU hier das Spiel zu machen, aber der Ball ist schon wieder im Aus. Philipp Röhr jetzt im Mittelfeld im Ballbesitz, schaut da, wen kann ich anspielen, vielleicht auf der linken Seite. Julian Riedl versucht es dann mit einem langen Pass, schöne Ballannahme von Julian Riedl auf der linken Seite, versucht da den mitgealten Hoffmann zu schicken, aber der Ball springt vom Knie eines SCO-Spielers ins Aus und die Preußen schon wieder im Ballbesitz am Mauri Bischoff mit einem Querpass auf Höhe der Mittellinie auf Kevin Schöneberg, der spielt raus auf Benny Siegert, direkte One-Touch-Football da, Doppelpass mit Ahmad Chaibu wieder auf Siegert, der schaltet den Turbo an auf der rechten Seite, verliert er aber den Ball und der SCO befreit sich erstmal mit einem Pass ins Aus und die Preußen sind wieder im Ballbesitz, Einwurf wird ausgeführt da von Kevin Schöneberg. Das wird eine lange Variante werden, jawohl, auf den Elfmeterpunkt, aber da verlieren die Preußen in Person von Philipp Hoffmann das Kopfballduell. Aber Bischoff versucht es jetzt mit einem langen, hohen Ball in die Mitte, aber der Keeper, wie heißt denn der? Stefan Gosing. Ja. Stefan Gosing hat da kein Problem, den Ball erst mit dem Fuß aufzunehmen. Da wartet er noch, bis Rocky Krone ihn anläuft und dann nimmt er ihn in die Hand. Jetzt langer Abschlag ins Mittelfeld. Kein Problem für Julian Riedl, den Ball nach vorne zu geben auf Hoffmann. Hoffmann jetzt von drei Spielern des SCO da umstellt. Der Spielertrainer Höhle kann sich den Ball da erarbeiten und sein Abspiel wird erstmal wieder abgefangen von Riedl. Der Ball ist im Aus, springt Riedl da vom linken Schlappen ins Seitenaus und deswegen gibt es Einwurf. Der Schiedsrichter heute ist Lukas Sauer. Hast du von dem schon was gehört? Ehrlich gesagt noch nicht. Nee. Ich glaube, das wird für ihn wahrscheinlich auch so das größte Spiel bisher sein. Also ich habe den Namen noch nie gehört. Die Preußen kombinieren sich jetzt erstmal zurück bis zu Max Schulze-Nius. Der haut den Ball erst nach vorne. Oh, Mauri Bischoff wird da hart beim Kopfball angegangen, bleibt da kurz am Boden liegen. Der Schiedsrichter sagt, dass es weitergeht. Die Preußen im Ballbesitz. Kevin Schöneberg schickt da jetzt mal Rocky Krone im Laufduell, aber da hat er keine Chance. Da hatte der andere Spieler des SCO schon zu viel Vorsprung. Und jetzt hat der Schiedsrichter hier erkannt, dass Mauri Bischoff hier noch am Boden liegt, aber dem wird jetzt auf die Beine geholfen. Es scheint weiterzugehen für unseren Spielmacher mit der Nummer 10. Wird dann nochmal abgeklatscht. Fairplay von der gegnerischen Nummer 10, Muhidin Ramovic. Ja, also der SCO nicht gut in die Saison gestartet. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Tabellenletzter gerade in der Landesliga. Und drei Spiele verloren, genau. Aber gegen starke Gegner meintest du? Ja, ich weiß nicht genau. Die haben erst drei Spiele gemacht, wie aussagekräftig das ist. Aber die haben auf jeden Fall drei Spiele verloren gegen Mannschaften aus den ersten fünf. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die nur in den ersten fünf, weil die schon die Punkte hier geholt haben oder eben nicht. Aber naja, jetzt am nächsten Wochenende geht's ran gegen Wattenscheid 08. Mal gucken, was das dann gibt. Philipp Röhr jetzt im Mittelfeld auf Amaury Bischoff, auf Rocky Krone. Jetzt wird schön durchkombiniert. Wenig Ballkontakte da pro Spieler. Immer ein, zwei Ballkontakte. Dann die Flanke jetzt von Kevin Schöneberg abgefangen mit dem Hinterteil von einem Spieler von Obersprockhövel. Es gibt einen Wurf kurz vor der Eckfahne für die Preußen. Kevin Schöneberg wird wieder ausfüllen. Jetzt mal auf den 16er geworfen. Philipp Brüger kann den Ball annehmen, schießt und der Ball ist knapp am Tor vorbei, aber war noch abgefälscht. Deswegen gibt es die erste Ecke im Spiel. Philipp Brüger zeigt da an. Daumen nach oben für Kevin Schöneberg für diese Einwurfvariante. Da wirft er einfach mal auf den 16er und nicht in den 16er, sondern davor. Gut 17 Meter vors Tor, zentrale Position, stand Philipp Brüger frei. Muss den Ball dann natürlich erstmal annehmen, da vergeht ein bisschen Zeit, aber er macht das Beste raus. Mauri Bischoff jetzt mit einem Freistoß, kurz ausgeführt, auf Siegert, und da war die erste große Chance für Ahmad Chaibu, aber der stand im Abseits. Schöne Flanke von Benny Siegert da auf den 5-Meter-Raum, Ahmad Chaibu mit dem Kopfball auf das Knie des Keepers, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, aber Gosing? Ja, Stefan Gosing, den Namen muss ich mir einprägen. Vielleicht wird er heute noch ein wichtiger Akteur werden. Genau, der hat natürlich heute das Spiel der Spiele, der kann sich heute hier richtig auszeichnen. Und bei solchen Spielen wachsen die Keeper ja auch ganz gerne über sich hinaus. 8 Minuten gespielt, 0-0 zwischen Preußen Münster und dem SCO. Ich sage jetzt einfach SCO immer für Obersprockhövel, weil mir das einfach zu lange ist. Deswegen, verzeiht mir das, wenn ihr da Probleme habt mit dem Namen oder so. Und guckt in unseren Ticker oben in den Banner, da steht das dann ausgeschrieben.
Mauri Bischof mit einer schönen Flanke auf Rocky Krone kann da gerade noch vom Innenverteidiger abgefangen werden, aber die Preußen machen hier gleich schön Druck, wenn die Innenverteidiger oder die defensiven Mittelfeldspieler des SCO im Ballbesitz sind, sodass sie gar nicht richtig zur Entfaltung kommen. Und jetzt ist Simon Scherder im Ballbesitz. Der Befreiungsschlag des SCO landete da im Nirgendwo und die Preußen können das Spiel wieder aufbauen. Über die rechte Seite, wieder auf Krone, wieder in den Lauf von Sieger. Die rechte Seite hier sehr aktiv in den ersten Minuten, aber die Abwehr ist hellwach und kann den Ball wieder zu Stefan Gosing zurückklären, der jetzt mit einem weiten Schlag erst einmal das Spielgerät nach vorne befördert. Der Kopfball der Preußen landet im Aus. Einwurf für den SCO und ich gebe ab an Patrick. Ja, munteres Spiel bisher. Ja, ganz interessant. Ne? Ich muss mal eben hier den Banner aktualisieren. Ja, dann erzähl ich mal weiter. Preußen jetzt über die rechte Seite, kommt da aber nicht durch. Jetzt weit Flankenwechsel zu Julian Riedel, der jetzt über links Probleme bei der Ballannahme hat und Ballmitnahme aber behauptet, will rechts rausspielen, aber abgefangen der Ball von der Verteidigung des SCO. Dann aber ein Fehlpass ins Seitenaus, deswegen Einwurf schnell ausgeführt. Jetzt Preußen auf der rechten Seite, langer Einwurf in den 16er. Amatschaibo legt da quer, aber der ist zu weit. Deswegen keine Gefahr hier, der Ball im Tor aus. Abstoß von Stefan Gosing, dem Keeper, den wir der SCO-Spieler mit den meisten Ballkontakten wahrscheinlich bisher. Ja, allerdings kurz ausgeführt, der Abstoß und direkt Ballgewinn für Preußen Münster. Amatschaibo wird da gefoult, das heißt Freistoß aus gut 30, 40 Metern, halblinke Position. Das lässt sich ein Amaury Bischof nicht nehmen. So sieht's aus. Wird ihn jetzt vermutlich lang reinbringen, aber der Schiri pfeift ihn nochmal zurück, hat den Ball noch nicht freigegeben. Will dann noch. Oh doch, er hat ihn freigegeben, aber hat einen Foul gesehen. Von Marco Pichon war das da vorne, der sich da zu sehr mit den Armen eingesetzt hat. Deswegen wieder Stefan Gosing jetzt mit dem Freistoß am eigenen 16er. Kurz ausgeführt auf die linke Seite, das müsste Dario Ferres sein. Der lange Ball aber abgefangen von Marco Pichon, lässt mir das Spielaufbau Preußen über Amatschaibo, hat den Ball zentral, könnte jetzt links rauslegen, macht das auch auf Riedel, aber schlechter Pass, abgefangen von SC Brauchhövel, die jetzt den Konter ansetzen über die rechte Seite. Genau vor uns entlang läuft da der Mann mit der Nummer 6, Nermin Yunusi. Riedel hat da gut nach hinten gearbeitet, den Ball in Seiten ausgeklärt, deswegen jetzt Einwurf auf der rechten Seite von Tim Joppe macht das, kriegt ihn direkt wieder. Sieht gar nicht schlecht aus hier, aber abgefangen jetzt an Mauri Bischof nach vorne. Und jetzt muss der Foulspiel schleifen. Oh, macht er nicht. Deswegen nochmal, Pischon hatte die Sonne Schöneberg hatte die Sonne im Gesicht, deswegen den Ball unterlaufen. Aber da war der Versuch eines Hebers in den Preußen 16er, ist gescheitert, aber allein der Versuch, den kann man ja schon mal loben. Jetzt kriegt Hoffmann hier den Freistoß, da hätte er eigentlich in der Situation vorher eher kriegen können. Deswegen jetzt Preußen über Amaury Bischof, die rechte Seite, ein langer Ball, aber der scheint mir zu lang. Stefan Gosing hat da aufgepasst, hat den Ball abgefangen. Ja, bisher. Ich muss mal eben hier kurz... Ja. Technische Fragen klären. Ja, ob wir überhaupt zu hören sind. Ja. Deswegen, ich erzähle einfach weiter, auch wenn wir nicht zu hören sind. Es macht so viel Spaß, den Preußen hier zuzusehen. Die auf jeden Fall die Spielkontrolle haben, wie erwartet, aber bisher noch nicht besonders gefährlich geworden sind. Das kann man vielleicht hier den Gastgebern zugutehalten, die jetzt über die rechte Seite nach vorne kommen. Die Linie runtergespielt, gut durchgelassen, da geht er weiter. Der Tim Joppe macht er auf der rechten Seite und kriegt er den Freistoß gefoult von Simon Scherder. Ja, und das ist eine gute Freistoßposition, ungefähr von der Eckfahne. Also ja, und auch der erste richtig gute Angriff hier vom SCO. Nach einigem Stück weg zuvor mit dem Heber in den 16er, den versuchten. Jetzt der Nermin Yunusi wird den Freistoß ausführen. Ja, selbst Rocky Krone ist mit zurückgekommen, also die Kopfballstärke von Rocky Krone wird hier verlangt in der Abwehr. Freistoß wird reingebracht auf den zweiten Pfosten und das ist Pichon, der den Ball klärt, weiter auf Amaury Bischof, der legt ihn raus auf Benny Siegert und jetzt könnte hier mal der Konter funktionieren. Benny Siegert, schöner diagonaler Ball auf Hofmann und er ist da wunderschön freigelaufen, hat da viel Platz, dringt jetzt in den 16er ein, könnte schießen, schießt.
Und Wechseltor vorbei. Ja, das war doch fast die erste hundertprozentige Chance für die Preußen. Und da war sogar noch ein gegnerischer Spieler dran. Deswegen gibt es, glaube ich, den Eckstoß. Ah, den muss er eigentlich machen. Also da kommen die Preußen schön raus aus dieser Eckball-Situation, aus dieser Freistoßsituation. Der SCO war komplett aufgerückt. Benny Siegert auf der rechten Seite schaut in die Sonne, kann trotzdem sehen, dass Jonas Hofmann... Ja, toller Seitenwechsel von Siegert auf die linke Seite, ganz rüber. Und Hofmann geht dann mit Tempo in den Strafraum, könnte das dann ein bisschen besser abschließen. Philipp Hofmann natürlich. Jonas Hofmann spielt woanders. Für einen anderen Verein. Ja, habe ich heute noch gelesen. Er wechselt, glaube ich. Ach, ja, genau. Ja, egal, wir sind hier bei Philipp Hofmann. Natürlich, verzeiht mir bitte diesen Versprecher. Die Preußen wieder im Ballbesitz, im Spielaufbau, aus der eigenen Hälfte über Julian Riedl auf Philipp Röhr. Der versucht es jetzt mit dem langen Ball, rutscht aber weg. Und Obersprockhöfel kann den Ball gewinnen im Mittelfeld. Jetzt 1 gegen 1 gegen Kevin Schöneberg, aber der erklärt den Ball da zum Aus. Ja, vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Rasen hier. Es wird auf Rasen ist gut, ja. Kunstrasen gespielt. Und das ist, sag ich mal, ein Kunstrasen der frühen Generation, also nicht vergleichbar mit den Hightech-Kunstrasen. Rasen? Ich würde Rasen sagen wahrscheinlich. Die ja. ist... jetzt mittlerweile schon gibt, also das ist hier noch sehr stumpfer Rasen. Aus meiner Erfahrung in der Kreisliga kann ich sagen, es ist nicht die erste Generation, aber eine viel spätere kann es auch nicht sein, so wie es hier aussieht. Ja, auf jeden Fall schwierige Verhältnisse. Teilweise spielen die Spieler hier auch mit Hallenschuhen, so, oder? Ja, mit Multi. Ja, das sieht hier bei Simon Scherder aber ja nach Hallenschuhen aus. Oder? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, ich weiß es nicht. Philipp Röhr jetzt auf jeden Fall auf der linken Seite mit dem Dribbling, setzt sich da durch, aber kriegt den Ball nicht am Gegenspieler so vorbei, dass Benny Siegert den aufnehmen kann. Benny Siegert geht nach, wird angeschossen. Es gibt einen Einwurf für den SCO. Jetzt guckt ihr nochmal die Schuhe von dem Scherder an. Ja gut, diese Multinoppen, die sieht man natürlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier mit ganz glatten Sohlen spielt. Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die wir nochmal im Interview vielleicht nochmal nachhaken können. Jetzt der Spielertrainer hat sich hier verdribbelt und da fackelt. Ich glaube, Amatschai Buwas nicht lange, zieht einfach mal aus 20 Metern ab und der Torwart kann sich das zweite Mal hier schon wieder zeigen. Ja, er pflückt die ganz souverän runter, würde ich das mal beschreiben. Ja. Spielt den Ball dann aber auch wieder direkt auf die Brust von Simon Scherder. Das ist, scheint hier das Rezept zu sein, dann direkt mit langen Abschlägen irgendwie die Preußen zu überrumpeln, aber dafür sind die momentan noch zu abgekocht. Vielleicht wollen sie da auch so ein bisschen die Sonne ausnutzen, die den Preußen ein bisschen ins Gesicht scheint. Ja, jetzt Flanke von rechts, Benny Siegert auf Rocky Krohn, den musst du machen! Ah, drüber. Er ist drüber, kommt Rocky. Ganz richtig gesagt, den muss er machen. Ja, er ist ziemlich frei da vorm Tor. Kopfball. Und der geht so einen halben Meter drüber. Er hat es nicht geschafft, den Ball runterzudrücken. Ne? Ja. Ja, also, das kennt man auch aus eigener Erfahrung. Ich schaffe es meistens noch nicht mal überhaupt hochgekommen zum Ball. In die Höhe von Rocky Krone wäre es wahrscheinlich nicht gekommen, ja. Aber trotzdem, den kann man schon mal dann machen. Aber es ist von außen natürlich, wie gesagt, auch immer leichter gesagt als dann auch getan. Jetzt der SCO über die linke Abwehrseite, dann schießen sie einmal Amaury Bischoff an. Es gibt einen Einwurf, jetzt versuchen die Preußen über Siegert da früh zu stehren, werden da überlaufen, aber der SCO versucht es da erstmal jetzt mit dem Steilpass, aber der kommt überhaupt nicht an. Bischoff kann den Ball wieder nach vorne bringen und jetzt ein Foulspiel an Amaury Bischoff. Ja, es gab noch nicht viele Fouls und vor allem keine groben Fouls. Mhm. Also das, wie man das auch so aus Pokalspielen kennt, dass unterklassige Mannschaft da versucht zu treten und zu halten. Und zu ja, ziehen. Aber es ist auf Kunstrasen tatsächlich so, dass man da eher selten mal die Grätsche an. Ja, ja, das schon, aber ich meine, da so das Ziehen und so das dreckige Spiel, das ist ja das stimmt. Nicht so. Ja, der Kunstrasen kommt den Preußen da vielleicht ein bisschen zugute. Ja, gut, das zweischneidige Schwert. Ne? Es ist natürlich schwierig, darauf zu spielen. Andererseits wirst du da nicht so umgekloppt. Ich erinnere mich da mal an ein DFB-Pokalspiel zwischen St. Pauli und. Gegen wen haben wir denn da gespielt? Gegen Werder Bremen oder so? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. Kunstrasen? Nee, im Millantor-Stadion im Winter. War alles mega gefroren und der Rasen war überhaupt kein Rasen. Und da hat Pauli, glaube ich, als Drittligist dann den Erstligisten ausgeschaltet. Und dann waren die auch alle sehr, sehr sauer, dass man da auf diesem Rasen noch hätte kein Spiel anpfeifen dürfen und so weiter. Aber wie gesagt, diese Verhältnisse haben wir nicht. Oh. Ah, da wird ein Foulspiel gegen Rocky Krone gepfiffen. Meiner Meinung nach war es ein normaler Zweikampf. Da war kein Ellenbogen, da war kein Halten, nix. Ein leichter Bodycheck vielleicht, aber gut.
Schiri pfeift faul, also ist es faul. Jetzt langer diagonaler Seitenwechsel von Obersprockhövel auf die linke Seite. Da hat Kevin Schöneberg aufgepasst. Der Ball wird nach vorne Richtung Amatschaibu gebracht. Der kann sich da behaupten, spielt den Ball raus, rechts auf die rechte Seite auf Benny Siegert. Der nimmt, oder versucht, besser gesagt, Schöneberg mitzunehmen. Und da ist eine der Grätschen, die auf diesem Kunstrasen wehtun können. Der Spieler von Obersprockhövel grätscht den Ball ins Aus. Jetzt schöner flacher Ball von Amaury Bischoff. Ganz starker Ball. 1-0, Jungs, bevor wir hier ins Schwelgen kommen. Aber was ein wunderbarer Steilpass von Amaury Bischoff von der rechten Seite. Wir waren bestimmt 40 Meter der Pass. Ja. Und genau in den Fuß des startenden, wer war es? Vorne, Rocky Krone war es. Und der den dann locker einschiebt. Ja, also den das war eine 110.000-prozentige. Ja. Nach den letzten Wochen hätte man eventuell noch denken können, dass auch so ein Ball mal vergeben wird, aber Rocky Krone eiskalt vor dem Tor, macht ihn weg. 1-0 für den SCP. Wobei ich mich jetzt auch schon gefragt habe, ob das vielleicht auch mal eine ganz schöne Abwechslung ist für Preußen, die in der Offensive so viel gerückt worden sind, hier mal vielleicht mal so in so einem lockeren Spiel mal so ein bisschen treffen zu können, aber ja. Gut, jetzt sind 20 Minuten gespielt, 1-0, das spricht auch noch nicht so für das Tor. 19. Spielminute, ja, SC Preußen Münster geht 1-0 in Führung, Torschütze mit der Nummer 19, Roger Krone. Roger Krone. Oh. Da fällt mir nichts ein. Da fällt mir wirklich nichts ein. Ja, wie gesagt, er hat 1-0 erzielt. Aber wie ich gerade versucht habe auszuführen, bei solchen Spielen ist es ja oft so, dass die vielen Tore erst so gegen Ende fallen, wenn die unterklassige Mannschaft sich ein bisschen aufgerieben hat. Wie sieht's aus mit deinen Erfahrungen mit so Pokalspielen? Hast du da schon ein bisschen was an Erfahrung gewinnen können? Ehrlich gesagt. Was spielst du überhaupt für eine Position? Ich bin Abwehrspieler, Defensivstratege. Klopper. Typ Klopper. In der Kreisliga W kann man das vielleicht so nennen. Oh, schöner Pass jetzt. Aber steht im Abseits. Amatschaibu. Ja, legt ihn dann noch schön am Torwart vorbei ins Tor, aber war schon lange abgepfiffen. Also, Typ Klopper. Ja, so ungefähr. Zerstörer. Ah, schön. Ja, Pokalerfahrung ist da, aber gegen höherklassige Mannschaften eigentlich nicht. Da, so lange haben wir nie durchgehalten. Okay, also schon vorher gegen die Unterklassigen verloren. Ja. Oder Gleichklassigen. Ja, man konzentriert sich dann doch mehr auf die Liga. Ja, klar, das ist wichtig. So, Abstoß vom Tor nach dieser Abseitsentscheidung. Ohne dass einer dran war. Ich glaube, es war keiner mehr dran. Weil mir steht der Linienrichter im Weg, der aber eine sehr schöne Frisur heute trägt. Deutlich, ja. Mhm. Ja, also der hat sich schick gemacht heute. Mann, oh Mann. Ja. Klasse. Der spielt übrigens mit Multinocken, will ich mal. Nocken, will ich mal. Spielen ist aber da übertrieben. Ja, er läuft die Linie hoch und runter. Die Preußen jetzt wieder im Angriff über Siegert auf Krone. Oh, der wird da Rüde angegangen. Schiri sagt, es geht weiter. Einwurf für die Preußen, nachdem ein Obersprockhöfeler den Ball klären konnte per Grätsche. Und die Preußen bauen das Spiel wieder in aller Ruhe auf. Also wirklich sehr unaufgeregt, was sie hier spielen. Jetzt ein langer Ball in die Mitte. Kann Philipp Hofmann den noch erlaufen? Ja, der kann erst einmal geklärt werden. Aber nur bis gut 30 Meter vom Tor. Da ist Philipp Röhe, spielt auf Rocky Krone gegen zwei Mann. Oh, schöner Hackentrick. Traut man ihm gar nicht zu, dem Schlags. Nee, aber hat er gut gemacht auf Hofmann. Ja, wieder zurück auf Röhe, jetzt auf Bischoff. Und da sind wir wieder angekommen in der eigenen Verteidigung. Simon Scherder spielt einen Doppelpass mit Pischorn. Dann wieder raus auf Riedl, auf Bischoff, jetzt gleich rechts raus auf Siegert. Ja, jetzt wird der Gegner ein bisschen laufen gelassen, ein bisschen mürbe spielen. Das ist, denke ich, die richtige Taktik hier am Schlagbaum, wie es wohl heißt. Am Schlagbaum heißt es tatsächlich. Im Sportpark in Obersprockhövel. Es ist auch außer dem Kunstrasenplatz hier kein weiterer Trainingsplatz, nee. Ascheplatz. Ein schönes kleines Vereinsheim, Hanse. Bauen auch gerade an. Also wahrscheinlich mit den Einnahmen hier können sie wahrscheinlich den Anbau bezahlen. Ja, da wird das möglich sein. Jetzt die Preußen vielleicht nochmal. Kontermöglichkeit über Kevin Schöneberg. Spielt einen langen Ball. Oh. Ins Nirgendwo. Ins Nirgendwo, ja. Ich weiß nicht, wen er da gesehen hat, aber ja. Ja, vielleicht hat ihn die Bergluft etwas verwirrt. Wir haben nämlich auf der Fahrt hierhin tatsächlich Berge gesehen. Ja. Man ist also aus dem Münsterland tatsächlich rausgekommen. Ja, das war doch sehr romantisch.
Ja. Diese Fahrt hier aufs Land. Jetzt der SCO, langer Abschlag vom Tor, wird vom Stürmer wieder zurückgegeben ins Mittelfeld. Oh, da wird der Ball leichtsinnig vertändelt, aber die Preußen können nicht genug daraus machen. Der SCO behauptet sich jetzt hier im Mittelfeld, da kriegt er einen Foul zugesprochen, vollkommen zurecht, wird der Spieler umgeruppt. Aber der Freistoß landet auf dem Kopf von Marco Pichon. Richtig. Was? Und jetzt über unseren Ersatzkeeper, zweite Wahl eigentlich im Lieberaltar. Heute kriegt er mal die Chance, sich zu beweisen. Nach vorne getragen. Bischof wechselt jetzt die Seite. Ja, immer wenn diese die Seitenwechsel kommen, dann merkt man, dass da Platz ist. Ne? Also ja. Das ist das Rezept hier heute. Jetzt über Julian Riedl. Im 1 gegen 1. Sucht die Flankenmöglichkeit. Ne, legt nochmal zurück auf Amaury Bischof. 30 Meter vom Tor auf Sieger. Da versucht durchzustecken, aber da ist keiner gestartet und der Ball landet im Tor aus. Es gibt übrigens auch hier so eine kleine Ehrentribüne, das finde ich auch ganz schön. Also es gibt eine kleine Tribüne, zwei Reihen Stühle und da sitzen eigentlich nur Rentner. Alle so schön im Feierabenddress und schauen sich hier das Spiel an. Ich denke, sie haben sich wirklich bezahlt gemacht für den Verein. Und vielleicht so die alte erste Mannschaft, denn auch der SCO konnte einige Erfolge verbuchen schon. Hast du eben zugehört? Ja, ich habe zugehört, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich frage gleich nochmal nach. Also zweimal sind die irgendwie Meister geworden in irgendeiner Liga. 2008 erst der Aufstieg aus der Kreisliga A. Angekommen in der Landesliga. Also für so einen Verein. Das ging aber schnell. Aus einer Stadt mit 25.000 Einwohnern circa. Also ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, es ist ungefähr so groß wie Hiltrup. Ist das ja schon ein ganz großes Spiel, wenn man denkt, dass Preußen, wenn die gegen Hiltrup spielen, da ist ja auch immer richtig was los. Oder gegen Gießenbeck oder so. Ja, klar. Kann man tatsächlich vergleichen. Ja, und ist es tatsächlich so, dass Sprockhövel aus Ober- und Niedersprockhövel besteht? Also das habe ich mir angelesen. Ich habe auch, also das erzählen wir gerade hier, weil wirklich wenig passiert. Vielleicht ist mal Benny Siegert auf Rocky Krone, aber die Preußen spielen eigentlich den Ball die ganze Zeit nicht nur hin und her, ohne wirklich einen Zug nach vorne, sondern lassen den Gegner einfach nur laufen. Jetzt vielleicht mal über Amatschai Bu am 16er, schönes Dribbling gegen zwei, aber verliert den Ball. Der SCO, jetzt versucht er wieder zu kontern, aber das wird gar nichts. Ja, ich habe übrigens mir angelesen, dass Sprockhövel aus dem Lateinischen kommt. Ja, ich bin also gespannt. Ich bin des Lateinischen nicht mächtig, aber ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Also es heißt nicht genau Sprockhövel auf Latein, aber das ist so eine Abwandlung davon. Und das heißt Wacholderberg. Ja. So, wieder also was gelernt. Berg können wir schon mal validieren. Ja. Ist auf jeden Fall richtig. So, jetzt schöner Pass in die Spitze auf Amatschai Bu. Er läuft den Ball, legt quer, aber Stefan Gosing ist da. Ja, Stefan Gosing hat heute einen guten Tag erwischt. Die Katze vom Schlagbaum spielt heute ein ganz gutes Spiel. Auch wenn er bis jetzt schon einmal hinter sich greifen musste, aber hat er gerade gut abgewehrt. Jetzt die Preußen vielleicht wieder. Flankenmöglichkeit von der rechten Seite von Benny Siegert. Bringt den Ball jetzt rein. Rocky Krone kommt nicht an den Ball, der Ball vorher weggeköpft. Oh, jetzt ein Luftloch geschlagen von einem Verteidiger. Und da wird der Ball nicht richtig geklärt. Benny Siegert verspringt der Ball aber, als er dazwischen spritzen wollte. Und die Preußen haben aber jetzt mittlerweile schon wieder den Ball gewonnen. Da hat Sprockhövel kurz versucht, einen Konter anzusetzen. Aber Maury Bischof nimmt den Ball, spielt diagonal auf die linke Seite. Aber da ein Missverständnis zwischen Hoffmann und Riedl. Was ich feststellen kann, Amaury Bischof macht tatsächlich defensiv viel, muss ich sagen. Er erobert da einige Bälle und bleibt auch nicht stehen, wenn er den Ball mal verliert. Hätte man vielleicht denken können, dass er in so einem Pokalspiel der ein oder andere das ein bisschen lockerer angeht, aber er kniet sich auf jeden Fall voll rein hier. Ja, doch, also sehr konzentrierte Einstellung der Preußen. Hier wird nicht irgendwie direkt mit Hackespitze 1, 2, 3 angefangen, sondern solide wird das Ding runtergespielt. Und bisher auch recht erfolgreich nach dem 1-0 von Rocky Krone in der 20. Minute. Jetzt vielleicht die nächste Chance. Hoffmann spielt Krone an auf der linken Ecke des 16ers. Der legt nochmal wieder zurück auf Hoffmann. Und er sucht jetzt Julian Riedl. Der geht ins 1 gegen 1. Da verliert er den Ball. Jetzt vielleicht der SCO mal mit einem Konter. Über Ramovic ist es, Ramovic, der den Ball behauptet, aber dann verliert er ihn doch. Ich wollte schon gerade sagen Murovic, aber das ist auch eine andere Post. Jetzt auch Rocky Krone, schöne Brustannahme da, langer Pass auf seine Brust und der zieht einfach mal ab, aber der Ball geht links am Tor vorbei. Trotzdem schöne Bewegung.
Jetzt, der SCO mit einem einfachen Fehler. Jetzt haben sie so ein bisschen den Faden verloren. Hier die ersten 10 Minuten waren noch ganz ordentlich. Da traute man sich auch mal nach vorne. Jetzt ziehen sie sich komplett zurück. Gut, ja, 30 Meter vorm eigenen Tor wird da gerade mal angefangen zu verteidigen. Also die Innenverteidiger stehen hier dauerhaft fast in der gegnerischen Hälfte. Rocky Krone jetzt versucht er mal durch das Gewirr an Beinen durchzukommen im Dribbling. Er macht zwei tatsächlich nass, aber er bleibt dann hängen. Aber der nächste Ball landet direkt wieder bei Marco Pischon. Der Befreiungsschlag von Torwart Stefan Gosing. Der jetzt bei den Preußen über links auf. Julian Riedel sieht in der Mitte Röhe. Wieder Riedel am Amatscheibu links raus. Hoffmann geht die Linie runter. Könnt ihr jetzt flanken mit links rein? Aber da ist keiner. Zweite Möglichkeit, vielleicht nochmal zurückgespielt jetzt von Siegert, aber auch da findet er nur einen Kopf von einem Spieler des SCO und die versuchen jetzt nochmal einen Konter aufzubauen. Da passt Pischon gut auf und bringt den Ball wieder nach vorne. Da kam Siegert aber aus dem Abseits und lässt den Ball durchgehen zu dem Keeper. Aber Stefan Gosing. Ja, Stefan Gosing, du hast es dir gemerkt. Ja. Ja. Pischon musste zu dem Ball aber auch tatsächlich hingehen. Es hätte gefährlich werden können, hat er aber souverän geklärt auf der rechten Seite. Und weil, wenn man hier so sieht, der Spieler mit der 14, wer ist das? Weißt du das? 14. Ja, Eyan Eshitu Hassan oder so? Hassan, ja. Ja, jetzt mal eben hier wieder gucken. Ah, ne, Angriffsbemühungen da vom SCO, aber verpuffen relativ früh. Der hat sich gerade schon ordentlich in die Seiten gefasst. Also, der muss so schon, ist schon gut am Pumpen. Hier wird er gut gefordert von der rechten Seite der Preußen, von Schöneberg und von Siegert. Die da wirklich viele Meter nach vorne machen. Also ja, das ist ein Abwehrspieler, der Eyan Eshitu Hassan. Genau, linker Verteidiger bei den bei den Jungs aus Obersprockhöfe. Jetzt mal unsere linke Seite. Oh, das ist ein Foulspiel. Ja, Hoffmann wird da gezupft. Und zu Recht wird das abgepfiffen. Ja, da wollte der Nermin Yunusi einfach auch mal in Preußen am Boden sehen. Ja. Preußen kommt jetzt über die rechte Seite. Rocky Krone jetzt angespielt. Legt nochmal zurück auf Röhe, der jetzt links Riedel mitnimmt. Und links über Hoffmann hinterläuft, kriegt den Ball wieder dann von Amatscheibu, wird abgegrätscht, kriegt aber den Ball nochmal flankt rein in den Rückraum, ganz rüber und dann Kopfballablage. Ja, was ist das denn? So ein Elfmeter. Nee, ist kein Elfmeter. Da muss er doch voll pfeifen, da wird der Amaury Bischof im 16er nur abgeräumt. Spielt aber den Ball dabei. Ja, aber das also war er geht zum Kopfball. Aus, also, ich weiß nicht. Unglücklich. Aus Sicht eines Abwehrspielers und Zerstörers hätte ich es auch weiterlaufen lassen. Aber schmerzhaft war es auf jeden Fall für Bischof. Ja, der liegt da auch noch am Boden, lag da gerade so fast quer in der Luft nach dem Kopfballduell. Wird behandelt jetzt. Am Hinterkopf, so wie ich das sehe, hat vielleicht der den Ellenbogen abgekriegt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es gleich weitergeht. Ja, auch die Kollegen von der MZ schütteln vage den Kopf, ob das wirklich ein Elfmeter war. Ich weiß nicht. Nicht so? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Der Sportexperte sagt schwer zu sagen. Bloß nicht festlegen. Ja. Amatscheibur. Amaury Bischof verlässt jetzt gerade das Spielfeld. Hat so ein Kühlpack im Nacken, kann aber selber runtergehen und wird vermutlich gleich wiederkommen. Es wird Einwurf geben auf der rechten Seite für ein SCP. Ich habe gar nicht mehr gesehen, wie es weiterging. Das war Also der SCO hatte geklärt, weil Bischof am Boden lag, deswegen der Ball zurück. Jetzt bei Stefan Gosing, der den langen Abschlag folgen lässt. Oh, und jetzt kommt wieder so ein langes Ding nach vorne und das dürfte eigentlich kein Problem sein für Simon Scherder, ist da mit dem Kopf, gibt weiter auf Philipp Röhr, der gewinnt zwar das Kopfballduell, aber der Ball, die Verlängerung landet bei einem Spieler des SCO, er wird schön durchgesteckt, aber da haben die Stürmer nicht schnell genug gestaltet, sind nicht durchmarschiert, sondern sind stehen geblieben, deswegen landet der Ball in den Armen von Max Schulze News und der leitet das Spiel ein über Amaury Bischof, der wieder mit einem diagonalen Pass kommt hier an auf Benny Siegert, der jetzt rüber gewechselt ist auf die linke Seite. Hoffmann darf jetzt mal rechts probieren, sein Glück zu versuchen. Wieder langer Ball vom SCO auf Simon Scherder und der spielt in Turnschuhen. Nein, auf keinen Fall. Sagt ihr das? Das sind Multinocken.
Simon Scherder hat hier wieder den Ball jetzt. Die Preußenabwehr nimmt jetzt mal eben den Gang raus, pustet mal eben durch, aber wahrscheinlich auch, weil da Mauri Bischoff noch. Doch, er ist schon wieder im Spiel, das hatte ich nicht gesehen. Ja, kann also weiterspielen nach dieser kleinen Attacke da beim Kopfballduell. Und die Preußen bauen jetzt über die rechte Seite auf. Hoffmann auf Rocky Krone. Hoffmann startet wieder durch, aber Krone dreht ab und spielt den Ball lieber zurück zu Kevin Schöneberg. Jetzt auf Amaury Bischoff. Auf der rechten Seite ist Hoffmann. Auf Amaury Bischoff zurückgelegt. Wieder links raus auf Röhe. Der titscht den Ball nur einmal kurz an und gibt weiter auf Julian Riedl, der wieder auf Philipp Röhe, der hier im defensiven Mittelfeld wirklich viele Ballkontakte hat und einen schönen Ballverteiler macht und dann einen schönen Zuspieler für Amaury Bischoff, der hier eher für die kreativen Momente da ist, aber Philipp Röhe immer wieder so diese einfachen Pässe spielt, die einfachen Pässe mal links raus, mal rechts raus, jetzt nicht die großen Momente versucht, aber das Spiel dadurch immer wieder so ein bisschen in Bewegung hält und es dann für Amaury Bischoff auch möglich macht, überhaupt diese schönen Pässe zu spielen wie vor dem 1:0, wo er wirklich einen wunderschönen Flachpass über 40 Meter spielt in den Lauf von Rocky Krone, der da vom Verteidiger sträflich allein gelassen wurde und aus 8 Metern das Ding da einfach einschieben kann. Also ich glaube, den hätte ich zu 50% gemacht. Wenn dein Knie nicht kaputt wäre. Wenn mein Knie nicht kaputt wäre. Mit dem Knie vielleicht so 20%. Ja, genau, mit dem Knie, vielleicht hätte ich mir dabei das Kreuzband nochmal gerissen. Oder du hättest den per Flugkopfball genommen, kurz vor der Grasnarbe. Ja, wieder Abseits für die Preußen. Hoffmann, der jetzt auf der rechten Seite, wie gesagt, sein Glück versucht, ist da nicht sonderlich glücklicher als auf der linken und sprintet zu weit ins Abseits, ja. Ja, also. Rocky Krone gefällt mir auch nicht nur als Torschütze halt ganz gut. Er lässt sich immer wieder ein paar Meter fallen und ist da anspielbereit und verliert den Ball auch nicht direkt, wenn er angespielt wird, sondern behauptet ihn gut, was man in der dritten Liga vielleicht sich ab und zu auch mal mehr von unserem Angriffsduo erhofft hätte, dass er der Ball lange gehalten wird. Heute klappt es auf jeden Fall gegen den Landesligisten schon mal sehr gut. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist wirklich schade, dass er immer wieder so Licht und Schatten dabei ist. Bei Rocky gegen die Bayern hat er eigentlich, finde ich, auch ein sehr gutes Spiel gemacht, wie eigentlich alle Preußen. Aber da hat er auch gerade diese Ballsicherheit ausgestrahlt, die dann doch manchmal in den Ligaspielen doch wirklich abgeht. Jetzt wieder Rocky Krone mit einem lässt sich fallen. Oh, erobert sich wieder und dann schießt er in die Arme. Eine Rückgabe war es fast. Aber er hat sie wieder fallen lassen und hat dann selber als Spielgestalter den langen Ball auf die rechte Seite versucht. Ist auch angekommen, aber danach vertändelt. Währenddessen Angriff von SCO, der allerdings zu steil ins Seiten aus. Rocky Krone gefällt mir gut. Ja. Was mir auch gut gefällt, ist das Wetter hier. Strahlend blauer Himmel. Also als wir gerade aus Münster losgefahren sind, da war es doch da schon fast am Maimeln. Und hier haben wir doch noch gutes Wetter. Ja. Auf der Alm, möchte ich sagen. Allerdings bräuchten wir vielleicht zur zweiten Halbzeit schon die Flutlichter. Ah, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Wenn es gleich ein bisschen zuzieht, vielleicht. Ich denke, es könnte Flutlichtzeit werden. Dann kriegt das hier noch einen ganz eigenen Charme. Jetzt der SCO über die linke Seite. Ja, das Pischorn stellt den Körper dazwischen. Und bekommt das Foulspiel, glaube ich. Oder ich glaube, Einwurf. Ja. Nee, es gibt einen Einwurf. Er hat den Ball ins Auslaufen lassen. Deswegen gibt es Einwurf von unserer Position sehr schwer zu sehen. Also wir sitzen direkt neben der Auslinie. Dann können wir auf der anderen Seite schwer sehen, ob da der Ball schon im Aus ist oder nicht. Benny Siegert jetzt mit der schönen Ballannahme mit der Hacke versucht weiterzuspielen. Aber ja, Julian Riedl kann den Ball nicht erlaufen und wird dann angeschossen. Es gibt Einwurf auf Höhe der Mittellinie für die in Weiß spielenden Obersprockhöfler. Ball schon wieder verloren. Da ist die Preußen Münster. Da wird der Amatscheibu übel abgeräumt von hinten im Mittelfeld. Könnte die erste Verwarnung geben. Naja, ich glaube, es ist nicht die erste Verwarnung, sondern die letzte Ermahnung. Ja. Ja, er hält sich immer noch den rechten Unterschenkel. Also von unserer Position, sowas kann man jetzt natürlich sehr gut sehen. Die rechte Wade dürfte es sein. Ja, er liegt da immer noch. Jetzt heißt es wieder sprinten für die medizinische Abteilung. Ich habe die Aktion tatsächlich gar nicht gesehen. Wie ist es denn? Von hinten in die Beine gegrätscht. Er wurde angespielt, wartet auf den Ball und kriegt dann von hinten einen ordentlichen Schlag auf die Wade. Also war schon ein sehr robustes Einsteigen. Ich denke aber, dass es weitergehen wird. Sieht so aus, ja. Hat da wahrscheinlich einen ordentlichen Pferdekuss abbekommen, aber ich denke mal, der wird sich da durchbeißen.
gerade für Ahmad Shaibu, von dem man sich vielleicht auch mehr versprochen hat. Ja, er will sich heute mit Sicherheit ein bisschen präsentieren. Das ist halt auch wichtig, ne, dass die da mal ein bisschen spielen dürfen, die Jungs. Er humpelt noch so eine Verletzung, so eine muskuläre hinten an der Wade. Tut natürlich ein bisschen noch länger rauslaufen. Genau. Das merkt man auch in der Kreisliga tatsächlich. Bisschen Pferdesalbe. Bei jeder Verletzung. Pferdesalbe und rauslaufen. Lass du raus, ja. Lass du raus. Macht er auch. Er humpelt zwar, aber er wird rauslaufen. Ja. So, Freistoß gibt es jetzt ausgeführt von Philipp Rühe. Kurz auf Benny Siegert. Oh, schöner Trick, der vernaschte Gegenspieler. Versucht auf Rocky Krone zu legen, aber ungenaues Zuspiel. Und jetzt könnte er so mal kontern, aber es ist wenig vorne. Ja, die haben da den, wie heißt der natürlich nochmal, Ramovic, der ist, er ist nicht der Schnellste, sagen wir so, er ist nicht der geborene Konterspieler. Nee, nicht, er ist wahrscheinlich ein Ballverteiler, aber da war auf den Außen nicht so viel Alarm, dass er da das Spiel hätte schnell machen können. Ja, ist eher so ein bulliger Strafraumstürmer, also Typ ja. Bashir Bouzalou, möchte ich sagen. Ahmad Shaibu wieder auf dem Feld, währenddessen wird hier Nils Rosenbach gefoult. Deshalb jetzt Freistoß aus 50 Metern oder so für den SCO, die Gastgeber hier. Kommt jetzt in den 16er, aber da ist Pichon, aber der zweite Ball, ja, landet bei Riedel, der jetzt das Spiel aufbauen kann hinten rum. Nimmt Siegert mit auf der linken Seite, der nochmal hinten rum spielt. Und jetzt über Pichon die Seite gewechselt. Bischof noch weiter nach rechts. Und die Linie runter, Hoffmann müsste das dann sein. Man sieht es nicht so genau. Aber der Ball kommt jetzt rein auf Ahmad Shaibu, der weiterlegen will auf Krone, aber an einem Bein hängen bleibt. An einem Bein, der in Weiß spielen und Sprockhöfler, die jetzt über die rechte Seite kommen. Aber Julian Riedel hat hier gut aufgepasst. Der Sechser ist es. Yunusi versucht einen langen Ball, aber das bringt einen Pichon gar nicht in Verlegenheit. Auch wenn man dir von dem Geschrei der Fans was anderes vermuten kann, ja. Aber es ist halt mal ein Ball Richtung 16er, da wird natürlich dann gleich gehofft. Jetzt die Preußen schon wieder im Konter. Siegert in die Mitte gespielt auf Ahmad Shaibu. Oh, oh, der ist nicht drin. Oh, da kommt er ganz frei zum Schuss. Hält sie da jetzt den Oberschenkel kurz? Ne, es kann weitergehen, aber... Ja, es war sogar noch einer dran. Ja, war noch einer dran. Das Game gibt jetzt Eckball von der rechten Seite. Kopfball von Pichon. Pichon steigt da weit hoch, kommt aber nicht ran. Trotzdem, ja, jetzt von auf der rechten Seite der Ball nach hinten gegeben, eben auf Bischof. Jetzt Abseits von Ahmad Shaibu. Und er haut ihn wieder rein. Zweites Abseits-Tor von Ahmad Shaibu, da kannst du leider nichts von kaufen. Ja, aber er zeigt sich. Ja, er zeigt sich. Aber es bleibt weiter beim Spielstand vom 1:0 für den SCP. Tor von Rocky Krone, aber ja, Ahmad Shaibu gerade mit einer weiteren Riesenchance. Da wieder der Konterfußball. Da merkt man, wenn sobald der SCO hier ein bisschen aufruckt, um mal was nach vorne zu machen und die Abwehrkonstellation da aus 8 Verteidigern auflöst und der SCP das dann mit Kontern ausnutzt, dann wird es immer brandgefährlich. Und Ahmad Shaibu da gerade aus halbrechter Position muss das Ding eigentlich machen. Der Ball zwischt dann links am Pfosten vorbei. Aber ich glaube, Stefan Gosing war da nicht mehr dran. Da muss wohl ein Verteidiger noch den Fuß dran gekriegt haben. Jetzt mal Siegert mit einem langen Ball auf die rechte Seite auf Hoffmann. Der könnte flanken. Bringt die Flanke, aber Ball prallt von der Brust eines Gegenspielers ab. Wieder zurückgelegt von den Preußen auf Pichorn. Der sucht Ahmad Shaibu, der versucht es da mit einem steilen Ball auf Kevin Schöneberg, aber der geht da zwar nach, aber kann den Ball nicht mehr kontrollieren. Abstoß vom Tor des SCO. Ja. Ja, ein trügerisches Ergebnis dieses Ja, SCO, es ist ne? tatsächlich bald schon Halbzeit. Preußen hat alles im Griff, aber es ist tatsächlich nur ein Tor Vorsprung. Ja. Kann doch alles passieren. Wenn hier der gastgebende Verein den Ausgleich machen sollte, ist ja alles möglich. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Flutlicht, was die Führung geht. Ja. Jetzt der SCO im Ballbesitz, im zentralen Mittelfeld, lang gespielt. Max Schulze-Nius kommt raus. Muss er auch aufpassen, ja. Nimmt den Ball schön raus auf hier Julian Riedel, der spielt auf Benny Siegert auf der linken Seite. Rocky Krone startet durch, schöner Pass von Siegert auf Krone. Der ist jetzt auf der linken Seite in den 16er eingedrungen, legt den Ball zurück auf Ahmad Shaibu. Der muss einfach nur schießen, aber er nimmt den Ball noch einmal an und dann kommt da noch ein Spieler des SCO dazwischen. Ja, der mit einem Torabschluss hätte den eigentlich da aus 8 Metern mal einfach reinschieben können, aber das war zu verspielt. Die Preußen jetzt mit einem schönen Doppelpass im Mittelfeld, rausgespielt auf Siegert. Oh, und der Ball wird schnell hier auf dem Kunstrasenplatz und
Benny Siegert kann den Ball hier nicht mehr erlaufen. Und es gibt Einwurf in der Hälfte von Obersprockhövel. Jetzt ausgeführt direkt auf den Kopf von Benny Siegert. Der gibt weiter auf Philipp Röhe, der wieder auf Siegert. Der schießt jetzt einen Gegenspieler an. Es gibt jetzt den Einwurf für den SCP in der Hälfte von Obersprockhövel. Jetzt Einwurf auf Mauri Bischoff. Der sucht jetzt eine Anspielmöglichkeit auf der rechten Seite. Sieht da niemanden, spielt wieder raus in die Mitte. Auf Amachai Bu, aber der verliert den Ball. Und jetzt vielleicht bei der Konter für den SCO. Die Preußen sind zwar schon gut sortiert, aber die in Weiß spielenden Gastgeber versuchen es trotzdem. Aber da ist Spielertrainer Sascha Höhle. Ja, ich glaube, in dem Fall war es. Achso, der Pass sollte Niklas Niedergetmann erreichen, aber der ist nicht den entscheidenden Schritt entgegengekommen. Deswegen jetzt Ballbesitz für die Preußen über die rechte Seite. Hier könnte auch ein Fehlpass folgen, aber den kriegt er noch. Jetzt Hofmann in der Mitte, jetzt Bischoff. Das war erst ein Fehlpass. Ja, Fehlpass von Schöneberg. Bischoff kann den Ball nicht erlaufen. Jetzt Ball vom SCO rausgespielt auf die rechte Seite. Aber da laufen die Preußen gleich schon gut an. Der Ball dürfte gleich wieder in unseren Reihen sein normalerweise. Ja. Und da ist der Einwurf für den SCP, den mein Abwehrspieler nicht mehr so recht wusste, wohin damit, schlägt er den Ball ins Aus. Einwurf ausgeführt. Philipp Röhe sucht da eine Anspielmöglichkeit, findet sie in Amaury Bischoff, 30 Meter vom Tor. Zentrale Position, rechts rausgespielt auf Kevin Schöneberg, Flanke. Aber da ist Stefan Gosing, kommt raus aus dem 16er, pflückt die Asse und gibt den Ball flach raus mit einem Einroller. Mhm. Und setzt dann auch die eigene Abwehr gut unter Druck. Die Preußen sind alle offensiv, stehen da, aber ja, sie lösen das gut hier. Sie lösen das spielerisch. Hat auf jeden Fall mehr gebracht als ein langer Abschlag. Ja. Jetzt über die linke Seite kommen sie. Könnte noch einmal nach links rausspielen, aber doch, macht das auch jetzt die Flanke. Ziemlich weit das Ding. Und Julian Riedel kriegt den Worker und spielt ins Seiten aus. Hätte gefährlich werden können, wenn die Flanke ein bisschen flacher und mit mehr Druck gekommen wäre. Aber so kein Problem. Ja, und man muss die Balljungen auch loben, die machen hier einen hervorragenden Job, die Bälle kommen alle direkt zurück und auch wirklich direkt in den Fuß, also wirklich hier wird Fußball von klein auf richtig gelernt, klasse Verein. Jetzt Einwurf von Obersprockhövel auf Höhe des 16ers, Einwurf kommt rein, aber da ist Philipp Brühe, kann klären auf Benny Siegert, der versucht den Ball gleich weiter auf Amachaibu weiterzugeben, auf Rocky Krone und der soll im Abseits gewesen sein. Ja, guckt da ein bisschen verwundert zum Linienrichter, habe ich jetzt so auch nicht gesehen, aber naja, da macht man nichts. 45 Minuten sind gespielt. Jetzt dürfte gleich eigentlich der Abpfiff folgen. Oh, es wird gewechselt, glaube ich. Nee, das ist das Zeichen für Wiederholung. Achso, ich dachte, das wäre das Zeichen für Schrittfehler. Ja, es sieht tatsächlich genauso aus wie das Zeichen für Schrittfehler und das Zeichen für einen Wechsel, aber Wechsel ist dann über dem Kopf, wird das angezeigt, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das letzten Mittwoch gegen Rot-Weiß Erfurt auch schon erörtert, dieses Zeichen. Das heißt wohl, dass der Freistoß nochmal ausgeführt werden soll. Achso, ich dachte immer, das hört man am Pfiff. So ungefähr. Ich weiß es nicht. So viel Schiri-Fortbildung habe ich noch nicht gemacht, dass ich das wüsste. Aber ich weiß, was dieser Pfiff zu bedeuten hat. Halbzeit. Ja, wir melden uns einfach mal ab, weil wir sitzen hier direkt neben den Boxen. Und ich glaube, das bringt nichts, wenn wir hier noch weiterreden. Der schreit uns. Vor allem wird jetzt vielleicht die Musik angemacht. Jetzt kommt hier der Schlagerpart. Jawohl, da geht's los. So. Liebe Preußen-Fans, da sind wir wieder. Die Musik ist aus, das Radio ist wieder an. Zweite Halbzeit. Kann losgehen. Weiter geht's. Genauso angemacht wurden hier die Scheinwerfer. Tatsächlich noch ein Flutlichtspiel geworden. Ja, also wunderschöne Pokalatmosphäre hier am heutigen Dienstagabend. Flutlicht wäre allerdings ein bisschen übertrieben zu sagen. Also es ist an den vier Eckfahnen ein Scheinwerfer und an den beiden in der Mitte jeweils zwei Scheinwerfer. Ja, also die müssen, glaube ich, auch noch ein bisschen warm laufen, weil also ich kann hier noch keinen großen Effekt sehen, das Ganze. Ja, das Spiel wurde gerade angepfiffen. Obersprockhövel hatte den Anstoß, hat erstmal hinten rumgespielt. Die Preußen aggressiv draufgegangen. Amachai Bu mit einem Foulspiel. Und ich schaue jetzt gerade mal, ob es da einen Wechsel gab. Ich kann so nichts erkennen. Also Preußen spielt mit der gleichen Aufstellung wie in Halbzeit 1. Nur Philipp Hoffmann ist dabei aus der Startformation gegen Holstein Kiel. Für alle, die jetzt gerade vielleicht erst eingeschaltet haben. Ansonsten spielen wir komplett mit einer
anderen Mannschaft, B11, möchte ich da gar nicht sagen, weil eigentlich alle Spieler auch schon diese Saison, fast alle Spieler von Anfang an reingekommen sind. Ralf Lohse hat ja schon ganz ordentlich durchgewechselt in dieser Spielzeit und hat so seine richtige Startformation noch nicht gefunden. Da bin ich auch gespannt, wie das dann aussehen wird am Sonntag, wenn es gegen Wien Wiesbaden rangeht zu Hause, wenn der erste Heimsieg eingefahren werden soll, dann endlich. Was aber nicht einfach wird gegen Wien Wiesbaden, die ja auch mit einigen Preußen anreisen werden. Also ja, gegen Rot-Weiß Erfurt in der letzten Woche, als ich mein letztes Spiel kommentiert habe, war es auf jeden Fall deutlich leichter. Vor allem, nachdem man zur Halbzeit 1-0 geführt hat und der Gegner nur noch mit 10 Mann spielen musste. Ja, das war wirklich unglaublich, dass man dann in der zweiten Halbzeit die Preußen sich dann noch zwei Dinger gefangen haben. Gott sei Dank konnte Marcel Reichwein dann noch zum zweiten Mal einnetzen und dann das 2-2 sicher machen. Also, was man den Preußen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht bis zum Schluss kämpfen, so auch im Spiel gegen Kiel, wo aber auch einige Tore mehr hätten fallen können für den SCP. Jetzt schöner Ball rausgespielt von Amaury Bischoff auf Benny Siegert, der geht jetzt frei aufs Tor zu, könnte ihn jetzt reinmachen, wartet, top, 2-0, macht er ganz sicher, links neben den Pfosten und wieder so ein schöner Pass von Amaury Bischoff aus dem Mittelfeld rausgespielt auf die rechte Seite und da spielt Benny Siegert seine Geschwindigkeit aus. 2-0 für SC Preußen Münster. Torschütze, der Kapitän mit der Nummer 30, Benjamin Siegert. Richtig. Ja, hat er stark gemacht. In der Mitte wäre noch Krone gewesen, aber der war eigentlich zu. War richtig, dass er den Abschluss da mit rechts ins lange Eck sucht. Stefan Gosing, wie auch beim ersten Tor, war hier machtlos im Kasten der Obersprockhöfeler. Ja. Die haben sich das wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt in der zweiten Halbzeit, aber insgesamt können sie wahrscheinlich mit zwei Gegentoren noch zufrieden sein. Könnte aber jetzt das dritte... schade. Ja, schlechte Ballannahme da von Rocky Krone, aber auch schwierig. Aber manchmal spielt ihn so halb hoch an und dann springt ihm der Ball ein bisschen weg. Deswegen jetzt der SCO im Ballbesitz, versucht sich jetzt raus zu kombinieren aus der eigenen Hälfte. Kriegt es nicht ganz hin. Wird da gejagt, Amaury Bischoff macht es da gut. Das war der Kapitän Nils Rosenbach, der hier auf der linken Seite am Ball war und jetzt ausgetrieben wurde. Der allerdings von der Ballbehandlung ganz ordentlich mir gefallen hat. Hier. Hat den Ball auf jeden Fall lange behauptet. Ja, es gibt Einwurf, noch einige Diskussionen mit zwischen dem Schiri und eben besprochenen Rosenbach, weil da die Ausführung des Einwurfes von Bischoff, der den Ball schnell einwerfen wollte, da durch einen ausgestreckten Arm oder zwei ausgestreckte Arme nach oben unterbunden hat und deswegen zu Recht ermahnt der Schiedsrichter ihn noch einmal, dass das nicht den Fairplay-Regeln entspricht. Der SCP ist schon lange wieder im Ballbesitz und sucht jetzt die Lücke hier in der Abwehr von Obersprockhöfel. Amacai Bu jetzt mit dem schönen Pass raus auf Benny Sieger, der mit einer Flanke auf Rocky Krone auf den zweiten Pfosten, der versucht dann noch mit dem eingesprungenen langen Bein an den Ball zu kommen, aber der rauscht an ihm vorbei und Obersprockhöfel klärt zum Einwurf. Der Einwurf ist ausgeführt, Amaury Bischoff tritt erstmal den Rückwärtsgang an, ist jetzt in der Preußenhälfte angekommen, spielt auf Philipp Röhe, der heute neben ihm auf der 6 agiert. Der legt den Ball links raus auf Hoffmann, der im Dribbling gegen drei Leute verliert den Ball. Obersprockhöfel jetzt mit dem Ballbesitz, wissen nicht so recht wohin, da wird er hart angegangen von den Preußen und es gibt Handspiel und deswegen Freistoß für Preußen, Handspiel vom Gegner, vom Spieler von Obersprockhöfel, der da gefallen war und den Ball mit der Hand spielte. Ja, und jetzt wird hier schon so ein bisschen gezaubert. Benny Siegert hat den Ball, der nochmal zurückgepfiffen wurde, da schön einfach direkt Volley wieder zurückgespielt. Amaury Bischoff versucht hier mit der Hacke dann weiterzuleiten, wieder zum Freistoßpunkt. Aber das misslingt. So, jetzt der Ball angekommen. Preußen kann wieder das Spiel aufbauen über Pischorn, über Kevin Schöneberg heute auf der rechten Seite. Gemeinsam mit Benny Siegert legt den Ball jetzt raus auf die linke Seite, wo Philipp Hoffmann gemeinsam mit Julian Riedl spielt den Ball jetzt auf Röhe mit einem etwas ungenauen Pass auf Schöneberg, der sucht jetzt eine Anspielmöglichkeit, findet sie in Röhe, aber da wieder ein etwas schwacher Ball, Siegert in den Rücken, aber der nimmt den Ball auf, versucht da flach hinter die Abwehr zu spielen auf Rocky Krone, aber da hat Obersprockhöfel gut aufgepasst, aber schöner Einsatz hier von Benny Siegert, der jetzt hier auf den Stein landet, scheint aber sich nicht dabei verletzt zu haben, hat aber da schön nachgesetzt, seinen Ballverlust wieder wettgemacht und die Preußen sind jetzt
ist auf der linken Seite angekommen, Hoffmann mit der Flankenmöglichkeit. Ja, er spielt nochmal flach auf Amaury Bischoff und der versucht es mit einem Schlenzer. Und nee, das war gar nicht Amaury Bischoff, wer war denn das? Es wird immer dunkler hier. Doch, es war Bischoff. Es war Bischoff, ja. Der versucht es mit einem Schlenzer. Das Tor war noch abgefälscht, deswegen jetzt Eckball von der rechten Seite. Siegert wird das machen. Ja, aber es wird wirklich ein bisschen duster, ne? Ja. Also ich kann Max Schulze Newsen nicht mehr richtig erkennen. Ecke jetzt reingebracht auf Pischorn. Der erste Kopf war stark, aber der Ball geht neben das Tor. Es gibt Abstoß vom Tor, vom Kasten von Stefan Gosing, der Nummer 1 im Tor des SCO. Ah, er schüttelt da so ein bisschen den Kopf und weiß nicht so recht, wohin er da spielen soll. Zeigt an, Jungs, geht nach vorne. Ich knall den Ball jetzt mal erstmal Richtung Mittellinie. Ja. Abstoß ausgeführt auf den Hinterkopf eines Spielers vom SCO, aber da ist keiner mitgelaufen, deswegen leichte Beute für die Preußenabwehr, den Ball aufzunehmen und wieder das Spiel anzutreiben über Kevin Schöneberg. Ja, die Preußen, die wollen hier noch weiter marschieren, also die sind mit dem 2-0 bei weitem nicht zufrieden und kommen mir auch einen Tick spritziger rüber als in Halbzeit 1, damit Ralf Lohse wohl in der Halbzeit noch mal ein paar deutliche Worte gefunden haben, dass er hier mit dem 1-0 zur Halbzeit alles andere als zufrieden ist. Obersprockhöfe jetzt mit einem kurzen Vorspiel, kurzer Zupfer, Freistoß aber schon ausgeführt. Jetzt auf der rechten Seite ist der Ball angekommen bei Kevin Schöneberg. Der spielt auf Rocky Krone, der steckt schön durch auf Benny Siegert. Der ist im Rücken der Abwehr, flankt rein. Oh, und Philipp Hoffmann mit einem Luftloch trifft den Ball nicht richtig. Und der Obersprockhöfe kann erst einmal klären. Der Ball landet aber in den Füßen von Philipp Röhe. Der spielt Rocky Krone an, wieder zurück auf Röhe. Der legt jetzt raus auf Benjamin Siegert. Schönes Kombinationsspiel, Siegert frei durch auf der rechten Seite, bringt die Flanke flach rein, angenommen von Hoffmann, Schuss abgewehrt, Nachschussmöglichkeit mit dem Scherenschlag von Kevin Schöneberg, aber auch in die Füße der Sprockhöfler Verteidigung, die jetzt versucht mit einem Konter hier sich zu befreien und da hat Philipp Röhe gut aufgepasst, spielt den Ball erst einmal ins Aus, Obersprockhöfel bleibt im Ballbesitz, Einwurf ausgeführt auf den Stürmer, der stimmt den Ball gut ab gegen Pischorn. Und legt den Ball dann zurück in die eigene Abwehr. Jetzt mal zwei, drei Ballkontakte hintereinander von Obersprockhöfe. Das haben wir hier längere Zeit nicht mehr gesehen. Jetzt sind sie auf der rechten Seite angekommen, haben die Mittellinie überschritten. Versuchen jetzt vielleicht mal Richtung Tor sich zu orientieren, um da mal wieder eine kleine Flanke oder irgendwas hinzukriegen. Sie verteidigen stark, aber nach vorne geht wenig. Jetzt legen sie den Ball zurück zum Torwart und der knallt das Ding einfach nach vorne. Und Simon Scherder legt den Ball mit dem Kopf zurück auf Max Schulze News. Der hat den Ball schon wieder eingeworfen. Amaury Bischoff im Ballbesitz. Benny Siegert läuft sich hier schon wieder fast frei. Bischoff aber mit einem schönen langen Pass auf Amatschai Wu. Jetzt im 1 gegen 1. Könnte zurücklegen auf Rocky Krone. Er täuscht einen Schuss an. 16 Meter zentrale Position. Ah, wollte er nochmal rauslegen auf Siegert. Bleibt da hängen. Siegert jetzt aber im Ballbesitz auf der rechten Seite. Bringt die Flanke auf Amatschai Wu. Abseits. Abseits. Amatschai Wu nimmt den Ball da zwar noch mit der Brust an und bringt ihn zum dritten Mal im Abseits. Amatschai Wu in sehr ausrichtender Position, ja. Ja, aber auch zum dritten Mal jetzt gerade hintereinander Benny Siegert auf der rechten Seite. Richtig schön freigespielt. Ja, das sieht gut aus hier. Die Flanken kommen noch nicht ganz an, aber macht auf jeden Fall mächtig Dampf über die rechte Seite. Ja, und lauert da auch immer so an der Kante zum Abseits. Und Können wir sehr gut sehen, genau vor unseren Augen ist das 5 Meter entfernt. Macht auf jeden Fall hier Alarm. Ja, so der Abstoß ist jetzt wieder in der Preußen-Abwehr angekommen. Also, ja, Obersprockhöfel, die, wie ich das gerade schon angedeutet habe, die haben hier alle Hände voll zu tun, das zu verteidigen. Nach vorne geht ja nur noch wenig. Jetzt wird da ein Preußenspieler einfach nur noch umgerissen. Ich glaube, war es Philipp Röhr? Hoffmann war es. Ja, Hoffmann war es. Der Schiri hat noch kurz den Vorteil abgewartet, aber gibt jetzt zurecht die gelbe Karte. Ja, vollkommen zu Recht. Das war ein taktisches Foul. Und für Kapitän Nils Rosenbach, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, auch nicht besonders gut versteckt, also ziemlich offensichtlich einfach umgerissen. Deshalb jetzt Amaury Bischoff mit dem Freistoß ziemlich zentral in der gegnerischen Hälfte. Die langen Kerls alle vorne. Ja, Pischmann, der ist den mag ich im Kopfballspiel offensiv sehr. Mal gucken, ob er das jetzt mal hier. Der kriegt auch jeden Ball echt. Ja. Gucken, ob er das jetzt hier mal auszeichnen kann. Der ist ein bisschen lang, ja. Ball reingespielt, kann erstmal geklärt werden. Jetzt könnte der SCP kontern. Der SCO natürlich. Außenrisspass in die Sturmspitze. Jetzt müssen. Nee, da geht man. Ist das da, der sich da versucht durchzusetzen? Strecken, aber die Preußen haben das gut geklärt.
gut abgelaufen von Philipp Röhe. Da hat er einige Meter wettgemacht, hatte da schon einen Rückstand und sah so aus, als wenn der Stürmer vom SCO alleine aufs Tor zulaufen kann, aber Philipp Röhe kann den Ball da ablaufen und jetzt haben die Preußen da leider sich ein bisschen verkombiniert vorne. Hoffmann war es, da den Ball nur in Seiten aus gibt. Sollte eigentlich ein Pass werden, aber nicht angekommen. Jetzt der SCO im Gegenzug wieder über die rechte Seite. Kriegt den Ball gerade noch vom Seiten aus, aber dann wird er geklärt. Deswegen ein Wurf jetzt für die Gastgeber. Ja, scheint sich hier zu einem Konterspiel zu entwickeln. Ja. Aber die sind auch nicht fies davor, hier auf dem Rasen, auf dem Kunstrasen zu grätschen. Ja. Da sieht man immer wieder. Das sieht man. Das brennt dann schon noch zwei Tage. Ah, da wird Fußball gearbeitet. Die haben auch die Kinder haben hier alle T-Shirts an mit so einem Hashtag hinten drauf: Hard Work Beats Talent. Ich weiß nicht, ob das extra hier für das Spiel ist oder so, aber hier soll hier wohl so ein bisschen so die Maloche-Einstellung noch unterstreichen. Obersprockhöfe jetzt versucht da mal ein bisschen Richtung Flankenmöglichkeit zu kommen, reißen da aber Julian Riedel um und es gibt Freistoß für den SCP und ich glaube, jetzt wird gewechselt. Oder? Jawohl. Ja, da wechselt Obersprockhöfe. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Mhm. Also vom Platz, kannst du das erkennen? Ne, er müsste sich zu uns drehen. Nummer 9 ist es. Ja, das ist der Niklas Niedergeldmann, von dem wir gehört haben, dass er längere Zeit verletzt war und heute seinen ersten Einsatz gemacht hat. Wer kommt denn jetzt? Ach Gott. Er ist auf jeden Fall blond, so viel kann ich schon mal verraten. 58. Spielminute, SCO wechselt aus für Niklas Niedergeldmann. Spielt bitte Nummer 16, Gordon Zebrowski. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber es ging ein kleines Raunen durch das Publikum, als hier der Name Gordon Zebrowski angesagt wurde. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht ein aussichtsreiches Talent des SCO. Ja, ich weiß es nicht. Die Preußen sind auf jeden Fall im Ballbesitz. Amaury Bischoff auf Rockengrüne. Oh, schöner Pass da in die Sturmspitze auf Hoffmann. Den muss er machen. Oh, Torwart ist noch dran und der Ball fliegt über das Tor. Ah, den muss er eigentlich machen. Also jetzt mal alle... Also wirklich viel Respekt auch für Stefan Gosing. Aber der läuft ja blank auf ihn zu und ja, der reißt dann noch so den einen Arm hoch und lenkt den Ball dann übers Tor. Aber da den muss er wegmachen. Schön durchgesteckt war das von Rocky Krone da. Oh, jetzt Freistoß-Variante von den Preußen. Lang auf die andere Seite, auf die gegenüberliegende Seite gespielt. Da ist jetzt Rocky Krone mit einer Flanke. Oh, die verunglückt aber total. Ich weiß nicht, ob da ein Spieler des SCO noch dran war. Aber sie haben jetzt eine Kontermöglichkeit auf... Ramovic. Stürmer Ramovic, der, ich weiß gar nicht, jetzt auf der linken Seite... auf den neuen Mann, aber abgelaufen. Ja. Also keine Gefahr. Ja, da waren sie ganz schnell vorne am Preußentor. Rocky Krone hat da den Ball verloren auf der rechten Seite bei seinem Flankenversuch mit links. Aber nichts passiert. Spielaufbau jetzt über die linke Seite. Hoffmann müsste das sein. Gibt nochmal links raus, jetzt kommt die Flanke. Auf der zweiten Pfosten, da ist Krone frei, nimmt nochmal an mit der Brust und zieht ab, oh, aber rechts vorbei. Muss er machen. Ja, muss er nicht machen. Aber muss er nicht machen, war ein bisschen eng, aber... Ah, schön durchgezogen von Rocky, durchgelaufen und schöne Flanke, schön gesehen. Er hebt da den Arm, dass er am zweiten Pfosten steht, der Ball titscht einmal auf, er nimmt ihn mit der Brust an und da kam ihm auch Spitzenwinkel auch schon ein Verteidiger entgegengelaufen. Und dann zieht er volle... Möhre ab und der Ball zischte rechts am Pfosten vorbei. Abstoß von Stefan Grusing. Ja, Ball jetzt rausgeschlagen bis zur Mittellinie. Amaury Bischoff verliert das Kopfballduell, aber der Ball rutscht durch zu Pischorn. Auf Scherder schön durchgespielt. Schön auf Siegert auf der rechten Seite. Siegert könnte jetzt flanken. Ne, geht ins Dribbling 1 gegen 1. Wird da gefoult. Freistoß. Ja, Patrick. Richtige Entscheidung. Komm, nix. Mach mal rein. Schnell ausgeführt auf Schöneberg, der jetzt reinbringt. Aber da ist ein weißer. Aber Rocky Krone jetzt am Ball. Mit links könnte er am Torwart vorbeilegen. Torwart ist auf dem Tor. Oh. Tor, 3-0. Wer war das? Pischon war's. Ja. In Lewandowski-Manier lupft er den Ball da über die Abwehrspieler, die noch für ihren Torwart klären wollten. Ins lange Eck. Also schöner Ball da auf den zweiten Pfosten auf Krone, der lässt da einen Abwehrspieler aussteigen, dann kommt der Torwart rausgeeilt, den lässt er auch noch aussteigen und dann legt er wieder zurück und dann Pischon schön reingelupft. Toll. Torschütze mit der Nummer 24, Marco Pischon.
Marco Pischhorn wurde übrigens vor dem Spiel als Marker Pischhorn angekündigt noch. Ja. Und wer kam nochmal aus Karl-Heinz Jena? Ich glaube, er hat da von Trockenbrot gesprochen, ne? Ja, das kann sein. Der übrigens heute gar nicht im Kader steht, warum er. Ja, er hat die ganze Zeit von Spielern gesprochen, die gar nicht im Kader stehen. Ja. Piosek zum Beispiel ist auch nicht dabei, der hat auch schon erzählt. Ja. Naja. Naja. Mhm. Auf jeden Fall aus Karl-Heinz Jena kommt der Trockenbrot. Ja, einen Wechsel gab es hier, glaube ich, bei Preußen. Ich habe es verschlafen ein bisschen. Rohr wird jetzt auf die rechte Bahn gehen. Sieger ist draußen. Moalin Ramovic kommt mit der Nummer 13, Alexander Waldix. Achso, Doppelwechsel. Bei Preußen jetzt dabei Kaldewey. Stefan Kaldewey wird sich auf der 6, glaube ich, einfinden. Dafür Röhr nach rechts außen gegangen. Ja. Ja, auch. Ersetzt Degert, der, glaube ich, seinen Soll getan hat, hat viel Alarm über die rechte Seite gemacht. SC Preußen hat auch ausgewechselt. Der Spieler mit Nummer 30, Benjamin Siegert, ist ausgewechselt worden und es kommt neu rein, die Nummer 36, Stefan Kaldewey. Ja, Kaldewey hat die Vorbereitung auch bei den Profis mitgemacht, hat da auch Lob gekriegt von Ralf Lohse, also darf jetzt sich auch nochmal unter Beweis stellen. Oh, und Röhr direkt im Einsatz. Auf der rechten Seite Philipp Röhr, schön eingesetzt von. Amaury Bischoff, Torwart patscht den Ball so nach vorne weg, aber dann, also die Flanke lässt er mit der flachen Hand nach vorne abprallen, aber da hat ja, Röhr hat ja an der Abseitskante gelauert, zeigt an, ich will den Ball, er läuft ihn sich dann, starker Pass da auf die rechte Seite, die Reingabe nicht ganz so gut, aber der Junge macht sie auf jeden Fall hier. Ah, da ist der neue Mann hier, setzt sich gut durch, verliert ihn dann aber hat ihn wieder. Jetzt der SC Obersprockhöfel im zentralen Mittelfeld im Ballbesitz, versucht jetzt mit einem langen diagonalen Ball und er kommt an. Aber der Kopfball, der landet im Nirgendwo, Torabstoß. Ja, der erste neue Mann bei Sprockhöfel, Gordon Zebrowski, der mit einem Raunen empfangen wurde, hat sich hier gut durchgesetzt auf der linken Seite. Vielleicht kann der was, gucken wir mal. Werden ja, wir ein Auge drauf haben. Ja, vielleicht mal so ein bisschen die Scouting-Abteilung hier auspacken. Ja, genau. Kann auch nicht, also die 20 Jahre hat er noch nicht auf dem Buckel. Das sieht nicht so aus. Der könnte wohl mit dem Roller heute gekommen sein. So, Obersprockhöfel, oh, da versuchen sie es mal mit der Hacke und das klappt auch überhaupt nicht. Kaldewey kann den Ball da aufnehmen, legt den Ball noch einmal zurück. Und Ahmad Scheibu legt links raus, Abseitsposition. Ja. Ziemlich gut gesehen von dem Kollegen hier. Ja, ich weiß muss nicht, man ihn lassen. Aber Thorsten Milde oder Pascal Schmidt? Ja, einer von beiden ist auf jeden Fall hier direkt vor uns, der Linienrichter. Und die Schiedsrichter haben es jetzt auch wirklich pfeifende, blitzsaubere Partie, keine Fehlentscheidungen bisher für mich irgendwie ersichtlich. Und die Preußen wieder im Ballbesitz über die rechte Seite, über Philipp Röhr, immer 1 gegen 1. Ja, da ist keiner frei, ab. Hat er keine Anspielstation, jetzt findet er hier den neuen Mann, Kaldewey, dessen Name gar nicht auf dem Trikot steht. Das ist ja kurios. Alle haben oben ihren Nachnamen und unten Münster stehen. Und er hat nur oben Münster stehen. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich ein Schwung an Ersatztrikots. Möglicherweise. So. Obersprockhöfe klärt wieder bis zum eigenen Tor. Ach, bis zum gegnerischen Tor, aber ohne, dass da irgendein Stürmer nachsetzt. Und jetzt ist das Spiel eigentlich die ganze Zeit so in der Hälfte vom SC Obersprockhöfe. Die Preußen stehen da auch so mit 5-6 Leuten. Nach vorne passiert könnt ihr jetzt aber mehr befreien, der SCO. Aber die kloppen das Ding immer nur nach vorne. Ja. Dann wird gleich auch entweder ins Aus oder nach vorne. Oh, jetzt mal ein Lupfer. Aber der kommt nicht an. Kommt nicht an. Preußen wieder im Ballbesitz. Jetzt über Bischof. Ah, schon wieder abseits. Und den spielt ja auch einen Tick zu spät. Also in diesem Fall kann man einmal Chabot da keinen Vorwurf machen, dass er da im Abseits steht. Ja. Also der SCO tief in der eigenen Hälfte und auch bei Ballgewinn passiert da wenig, weil auch dann vorne niemand als Anspielstation bereitsteht. Ja, jetzt nimmt das Spiel doch den Lauf, den man eigentlich erwarten konnte, dass hier der Drittligist das ein oder andere Tor noch schießt. Ja, aber
Ja, das stimmt, aber 3-0 finde ich immer noch ein Ergebnis, was ich eigentlich so nach 20 Minuten erwartet hätte. Ja. Damit ist der SCO wahrscheinlich auch zufrieden. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, hier Preußen spielt mit einer deutlich veränderten Aufstellung. Spieler wie Röhe oder Kaldewey, die sind selten in der ersten Elf zu finden und selten bis gar nicht. Und ja gut, das muss man den Spielern von Preußen auch zugute halten, aber trotzdem Spieler wie Amatschaibu, wie Krone, wie Amaury Bischof, Benny Sieger, der jetzt zwar den Platz schon verlassen hat, Hoffmann, da kann man eigentlich mehr von erwarten. Aber trotzdem 3-0, wir können zufrieden sein. Ich denke, wir können die nächste Runde im Westfalenpokal langsam einplanen und uns auf die nächste schöne Auswärtsfahrt freuen, denke ich. Ja, also 6 Runden sind es bis zum DFB-Pokal, bin ich da richtig informiert? Ja, das ist richtig. Und dieses Jahr ist es ja das erste Mal, dass nicht beide Finalisten einfach automatisch qualifiziert sind, wie es noch im letztjährigen Finale mit den Sportfreunden Siegen der Fall war. Sondern dieses Jahr gewinnt wirklich, qualifiziert sich nur der... der auch das Finale gewinnt vom Westfalenpokal. Ja, und das ist dann natürlich was ganz Besonderes, dann wirklich auch den Westfalenpokal dann zu gewinnen. Jetzt in den letzten Jahren hatte man immer das Gefühl, ja, das ist so das Finale, man ist eh qualifiziert, das ist dann noch ein schönes Extraspiel. Hat dann keine große Bedeutung mehr, das Finale. Aber genau. Ja, und jetzt dadurch wird das natürlich aufgewertet und die Preußen, die hatten ja gerade erst das wunderschöne Spiel gegen die Bayern mit einer tollen Atmosphäre. Und das möchte man mit Sicherheit wieder bekommen und dann wieder hoffentlich wieder einen Bundesligisten kriegen. Jetzt die Preußen über die linke Seite. Ah, schön. Flanke auf Amatschaibu, aber der Kopf drüber. Mit dem Kopf, der Kleine. Ja, er war auch sträflich allein, den kann man, ja. Kann er fast noch annehmen. Ja. Auf jeden Fall gut nochmal kombiniert, erst über die rechte Seite über Röhe, dann nochmal auf Krone in die Mitte gibt, der da nicht überhastet irgendwie abschließt, sondern nochmal auf die rechte Seite sieht, sodass der Ball dann nachher von da geflankt wird, aber Amatschaibu verpasst er das Tor. Lässt sich gut an. Wieder Röhe jetzt auf der rechten Seite. Ja, aber Zug nach vorne ist da gerade nicht drin. Nochmal über Bischof gespielt, der jetzt allerdings mit einem Fehlpass ins Seiten aus. Ja, so ein bisschen die Luft raus nach dem 3-0. Ja. Obersprockhövel übrigens gerade regiert von der SPD. Ich habe mir mal ein bisschen den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Du hast dich echt gut informiert, Mann. Du hast halt, ich musste natürlich auch heute arbeiten. Kann man vielleicht mir zugute halten. Ja. Ja. Das kann nicht jeder so ein Lotterleben führen wie ich. Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ist schon unverschämt. Ja. So, der SCP jetzt wieder über die rechte Seite über Philipp Röhl. Der hat das ein bisschen Platz, könnte ja ein paar Meter gehen, zieht aber wieder in die Mitte. Oh, lässt da schön 2-3 Spieler aussteigen. Schöner Pass auf die linke Seite. Er kommt nicht an. Da war noch ein Fuß von einem Spieler vom SCO dazwischen. Nee, war gar kein Fuß dazwischen. Der Torwart nimmt den Ball mit der Hand auf. Also kein Rückpass gepfiffen. Deswegen muss der Ball wohl so durchgerutscht sein. Oh. Sollte der so? Er kommt auf jeden Fall an. Ein Abstoß, ein Abschlag, der überhaupt nicht getroffen wurde vom Torwart, aber mit dem linken Außenriss dann beim Mitspieler landet und jetzt auf einmal ist der Stürmer fast frei durch vom Tor, könnte jetzt mal schießen, wird aber noch abgeblockt. Ich würde sagen, das war die zweite Chance, nachdem Obersprockhövel hier in der ersten Halbzeit nach gut 5 Minuten mal einen Schuss aus 20 Metern absetzen konnte, war das die zweite Chance. Da war der Stürmer Ramovic an der Kante zum 16er, hatte auf einmal viel Platz. Simon Scherder kam da nicht gut hinterher, hat dann aber schnell ein paar Meter gemacht und stand ihm da wieder auf den Füßen und hat dann den Schuss ablocken können, deswegen keine Gefahr fürs Tor von Max Schulze-Nius. Jetzt die Obersprockhövler versuchen es da jetzt über die linke Seite, gut aufgepasst von Kevin Schöneberg. Einwurf ausgeführt. Ja. Der Junge Zebrowski war eben, der über die linke Seite da den Mitspieler gefunden hat, der auch gerade hier sich durchsetzen wollte, aber dann in Seiten ausgelangt ist. Sieht gut aus weiterhin. Amatschaibu jetzt auf der linken Seite an der Strafraum-Eck, kommt zum Schuss, aber da ist der Keeper vom SCO wieder da, kann den Ball ablocken und leitet jetzt den Konter ein. Aber schön von Kaldewey aufgepasst, kann den Ball da
abfangen und das Spiel auch gleich wieder aufbauen. Hat jetzt den Ball am Fuß, spielt rechts raus auf Kevin Schöneberg, der sucht eine Anspielmöglichkeit, zieht wieder in die Mitte auf Rocky Krone, er tickt den Ball kurz an und spielt dann, versucht einen Doppelpass zu spielen mit Amaury Bischoff, aber sein Pass, also der von Amaury, kommt nicht ganz an. Schön nachgesetzt, jetzt von Rocky Krone über die linke Seite, der ackert da nochmal, der will noch ein bisschen was zeigen, spielt dann zurück auf Riedel, der versucht mit der Flanke auf Röhe, oh, der kommt da gerade noch an den Ball vor der Linie und legt den Ball nochmal zurück auf Rocky Krone, der nimmt dann Hoffmann mit, der flankt jetzt, der Ball wird abgewehrt, schon kurz nachdem er den Fuß von Hoffmann verlassen hat und der SCO wieder mit einem Konterversuch, wieder abgeblockt, diesmal von Simon Scherder, der versucht da direkt Rocky Krone anzuspielen, aber er wischt ihn etwas im Rücken und deswegen fliegt der Ball da Richtung Eckfahne, wo so ein schönes kleines Zelt aufgebaut ist, da ist auch einiges los, ich glaube, da gibt es was zu trinken. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und dann wird nochmal gewechselt. Ja. Wer kommt denn jetzt rein? Ich warte SCO. Immer noch auf, wie heißt der? Dustin Najdanovic. Das ist auch ein Stürmer und der hat nämlich auch schon geknipst. Es geht auf jeden Fall Nermin Yunusi, Offensivspieler oder Mittelfeldspieler. Und wer kommt da? Der ist ein Abwehrspieler, glaube ich, oder? Jetzt, der jetzt kommt. Ja, ich glaube, sie tauschen hier die Abwehrspieler. Mit der 4. Tom Pierre Hofmann. Wir begrüßen ihn. Darf auch nochmal ein paar Erfahrungen sammeln hier gegen den großen SCP. Ja. Sascha Höhle ist, glaube ich, jetzt vorgerückt aus der Abwehr und dafür wird Tom Pierre da die Position einnehmen. So genau wissen wir es nicht. 73 spielt für den SCO und ausgewechselt für Nermin Yunusi, spielt jetzt mit der Nummer 4 Tom Hofmann. Philipp Röhe ist gerade hier auf der rechten Seite vor unseren Augen leicht gefoult worden, kriegt auf jeden Fall einen Freistoß, der jetzt von Kevin Schöneberg ausgeführt wurde. Ball jetzt über die linke Seite. Hoffmann ist es da, der gibt zu Amaury Bischoff nochmal den Seitenwechsel durch die Viererkette hinten rum. Schöneberg wartet auf der rechten Seite, kriegt den Ball jetzt, spielt mit Röhe den Doppelpass, geht die Linie runter, wird aber abgelaufen oder abgespielt da von der Nummer 2, Dario Verres. Deswegen Einwurf jetzt und der landet auch wieder der Kopfball im Seitenaus. Deshalb nochmal Einwurf, Schöneberg von der rechten Seite auf Höhe des 16ers. Versucht es mit dem langen Ding, wird wahrscheinlich den Kopf von Rocky Krone suchen, findet er nicht, geklärt per Kopf, der Befreiungsschlag landet bei Pichon. Nee. Oder? Wir können es nicht sehen von hier. Scherder war es. Versucht es da wieder mit einem Steilpass, der rutscht durch bis zum Torwart. Keine Gefahr für das Tor vom SCO, jetzt versuchen sie es mal mit einem Konter über die rechte Seite, langer Abschlag. Gut aufgepasst, aber von Julian Riegel jetzt der Ball auf Hoffmann gelegt, der auf Rocky Krone, auf Ahmad Chaibu, der versucht den Doppelpass mit Krone, ja, der klappt, Krone auf der linken Seite, könnte die Flanke bringen, Ball ein bisschen weit vorne, schön zurückgelegt. Aber der Ball war wohl schon im Aus, es gibt einen Abstoß, aber viel kurioser war, was danach passiert ist, denn Krone legte den Ball schön in den Rückraum auf Ahmad Chaibu. Mustergültig, nicht gehoppelt, gar nichts. Der kommt genau in seinen Fuß, der stößt dann aus dem Rückraum rein, aus 5 Metern schießt er das Ding daneben. Also gut, dass der abgepfiffen wurde, vorher schon, weil das wäre eine ganz bittere Kiste gewesen, den nicht zu machen. Also frei vorm Tor aus 5 Metern. Mhm. Vor allem für ein Mitglied des SCP, das ich heute ein bisschen hier beweisen will. Ja. Also es bleibt eine gewisse Abschlussschwäche, jetzt aber auch der Bock in der Abwehr von Pischhorn, aber da ist Simon Scherder da, passt auf, legt wieder zurück auf Pischhorn und die spielen jetzt ja kurz ein paar Doppelpässchen, dass die Stürmer vom SCO sich da ein bisschen wieder laufen müssen, wieder ein bisschen kaputt machen und jetzt ist der Ball auf der linken Seite angekommen, nach vorne gespielt auf Rocky Krone, der spielt jetzt den Ball rechts raus auf Philipp Rühe, der Ball kriegt wird er länger, vor der er hat ihn genau noch? Vor der Ecke, vor der Auslinie gerettet, aber da kommt ein Spieler, ein Abwehrspieler vom SCO und
kann den Ball übernehmen, aufnehmen, aber Philipp Röhr hat sich damit nicht ganz zufrieden gegeben, hechtet seit dem Ball hinterher in Sepp-Meyer-Manier und spielt ihn mit der Hand, aber der Schiedsrichter sieht da kein Vergehen, wofür man Gelb geben müsste, und deswegen das Spiel jetzt einfach vom Torwart jetzt weiter, also es gibt einen Abstoß, den der Torwart ausgeführt hat, da vorne gespielt, jetzt versucht der SCO oh, das lässt sich aber gut bisschen, an. Zu kombinieren, jetzt mit dem langen Ball nach vorne, aber da passt Johann Riedl gut auf, jetzt der Ball rausgespielt auf Simon Scherder müsste das sein. Da war Mauri Bischoff, Doppelpass mit Scherder in der eigenen Hälfte noch. Jetzt versuchen sie so ein bisschen hier mit ein paar kurzen Pässen wieder die Ordnung des der Obersprockhöfler durcheinander zu bringen. Aber man merkt, dass hier die Preußen dieses 3-0 einfach jetzt nach Hause fahren wollen und nicht mehr groß nach vorne spielen wollen. Immer mal wieder jetzt so Flachpasspassagen, mit, wo sie versuchen, schöne Steilpässe zu spielen. Jetzt vielleicht mal über Amaury Bischoff, spielt den Ball schön in die Mitte auf Rocky Krone und oh. Schöne Ballannahme, schießt direkt aus der Drehung und der Ball rauscht rechts am Tor vorbei. Schöne Aktion und die hätte ein Tor verdient gehabt, meiner Meinung nach. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Ja, schön da von Bischoff quergelegt auf Rocky Krone. Hatte noch zwei, drei andere Möglichkeiten, aber Krone hat den Ball gut verarbeitet und schnell abgezogen, kraftvoll, nur halt nicht ganz präzise. Deswegen jetzt Abschluss von Stefan Gosing, der es wieder mit einem langen Ball probiert, die bisher noch nicht ein einziges Mal erfolgreich gewesen sind. Oh, da kriegt er aber einen einfachen Freistoß hier. Mit der Nummer 3 hat sich da fallen lassen Kapitän Nils Rosenbach. Auf Höhe der Mittellinie jetzt der Freistoß für die Gastgeber. Sascha Höhle, Spielertrainer, wird das machen mit einem langen Ball in den Strafraum, aber Reichwein hat da auch Reichwein ist auf einmal auf dem Platz erschienen, hat den Ball geklärt. Ja, Pischorn war das jetzt die Preußen mit ein bisschen schwierigen Kombinationsspiel, immer so auf Hüfthöhe werden den spielen sie sich da die Bälle zu, aber jetzt ist es Philipp Röhr mit einem schönen Pass auf die Brust von Hofmann und setzt sich durch und wieder nicht rein, wieder frei vom Torwart, wieder ist es Stefan Gosing. Er schießt den Torwart quasi ab. Genau, wieder Stefan Gosing, der die Übermacht da behält. Ja, Hofmann hätte jetzt auch wohl schon zwei, drei Dinger knipsen können. Aber ne, da hat man mal gesehen, diesen Geschwindigkeitsvorteil, den er da hat, den hat er noch nicht oft ausgespielt, beziehungsweise natürlich steht der SCO auch so tief, dass er da nicht oft so seinen Turbo zünden kann. Jetzt vielleicht mal wieder die Preußen über Mauri Bischoff. Oh, starker Ball. Zieht da auf die linke Seite, Flankenmöglichkeit jetzt für die Preußen. Und die Flanke landet in den Armen von Stefan Gosing, vom Keeper. Es war... Das Julian Riedl, ich glaube, der schleppt sich da aber auch ganz schön zurück. Also ja. Scheint da doch ein bisschen irgendwie entweder was abbekommen zu haben oder schon dicke Beine zu haben, weiß ich nicht. Aber die Preußen sind wieder im Ballbesitz. Über die rechte Seite geht es jetzt über Philipp Röhr, über Amacay Bu. Ah, der Ball rutscht durch auf Kaldewey, aber der war wohl für Amacay Bu gedacht und Kaldewey kommt da nicht mehr ran, jetzt der SCO. Mit einem Versuch, den Ball nach links auf Gordon Zebrowski zu spielen. Und der Junge hat sich was vorgenommen. Er versucht, den Ball mit einer Grätsche zu erreichen. Das Blöde ist, dass hier so nach einem Meter der Kunstrasen aufhört und dann so eine gepflasterte Passage anfängt. Und er rutscht da gut zwei Meter über das Gepflasterte. Also das gibt morgen auch ein paar schöne Schwellungen und Schiffwunden. SCP jetzt wieder über die linke Seite, über Amacay Bu. Versucht es dann mit einem Pass auf Krone, aber der war schwach gespielt. Aber auch Obersprockhöfe kann aus diesem Fehlpass nicht viel machen. Jetzt vielleicht mal Obersprockhöfe über die linke Seite, gut aufgepasst. Davon Schöneberg, der spielt auf Krone, der spielt auf Mauri Bischoff links raus auf Julian Riedl, der sucht Hoffmann. Hoffmann jetzt versucht durchzustecken auf Amacay Bu, aber da ist da ein Verteidiger zwischen und Obersprockhöfe versucht den Ball jetzt erstmal wieder nach vorne zu tragen. Richter einen Foul zugesprochen, Freistoß aus der eigenen Hälfte von der rechten Auslinie. Seiten aus. Seiten ja. Aus, genau. Die Flutlichter sind jetzt auf jeden Fall voll im Einsatz, voll ins Aufgeladen. Die blenden uns schon fast ein bisschen. Ja, die währenddessen auch hier so ein bisschen der Nebel über den Rasen zieht.
Aber ich glaub, ganz Preußen besondere Atmosphäre hier. Ja, wirklich. Fast ein bisschen was Romantisches. Ja. Ich glaube, Preußen wechselt nochmal. Ja. Ich kann es aber nicht genau erkennen, wer da jetzt gleich reinkommt. Obersprockhöfe versucht jetzt mal den Ball nach vorne zu spielen. Oh, Fehler von den Preußen. Oh! Der Ehrentreffer. Fehler von Simon Scherder. Ein weiter Ball auf Pischhorn. Der kann den Ball erst nicht richtig klären. Dann landet der Ball bei Scherder. Der versucht den Ball rauszuspielen, trifft ihn aber nicht richtig. Und dann ist es, glaube ich, Ramovic, der sich den Ball da wegstibitzen kann im 16er. Und aus gut 11 Metern den Ball links unten einnetzt und keine Chance für Max Schulze-Nius, unnötig. Unnötig dieses Gegentor. Mann, 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 ey. Aber schöne Musik. Das war der neue Mann, der eben eingewechselt wurde, Alexander Waldig von dem SCO. 81. Spielminute, SCO verkürzt auf 1:3, Torschütz mit der Nummer 18, Tim Joppe. Ach, das war doch Tim Joppe. Ja, Patrick Kirsch ist bei den Preußen gekommen, auch für die rechte Abwehrseite. Wer rausgegangen ist, habe ich nicht so genau gesehen. Ja, wahrscheinlich Kevin Schöneberg. Aber der spielt ja auch noch auf der 6, jetzt sehe ich. Jetzt mal kurz sortieren, wer fehlt denn da? Ja, das ist wahrscheinlich Bischof. Ja. Ne? Ja. Amaury Bischof wird da rausgegangen sein. Jetzt Kirsch, das erste Mal im Ballbesitz, spielt auf Röhe. Einwurf für den SCP. Das haben die Fans hier vom SCO ein bisschen anders gegeben von Obersprockhöfe. Kirsch jetzt schön mit einem langen Einwurf. Kaldewey könnte abschließen. Oh, einen schönen Volley drüber gesetzt. Ah, war ein bisschen glücklich, dass ihm der Ball da Volley aus 12, 13 Metern vor die Füße fällt. Und er geht da volles Risiko, zieht ab. Und der Ball geht gut einen Meter über das Tor, über das Gehäuse vom Keeper. Ja, die Fans hinter uns fordern hier noch mindestens 3 Tore, 2 reichen nicht. Ja, mal gucken, wie der SCO jetzt präsentiert, ob die jetzt Rückenwind haben. Jetzt sind sie im Angriff, versuchen es dann mal nach vorne. Aber gut aufgepasst, da von Simon Scherder, legt den Ball rechts raus auf Philipp Röhr, legt zurück auf den gerade eingewechselten Patrick Kirsch, der wieder auf Schulze-Nius, die werden da jetzt gejagt von den Stürmern, die machen sich da jetzt richtig, reißen sich da richtig den Allerwertesten auf, aber SCP klärt erstmal nach vorne, versucht da mal Chaibu lang einzusetzen, aber der kommt mit seinem Sprint nicht an den Ball und die Obersprockhöfler können erst einmal den Ball hintenrum über den Torwart aufbauen. Jetzt über die linke Seite, Obersprockhöfel jetzt über die Mittellinie, haben da etwas Platz, Patrick Kirsch weist da seine Hinterleute an, dass sie rangehen sollen und da ist es dann Marco Pischhorn, der da einen Pass erlaufen kann und den Ball erstmal einmal rauskloppt. Jetzt Einwurf für Obersprockhöfel in der Nähe der Eckfahne der Preußen. Einwurf ausgeführt. Versuchen jetzt da irgendwie Richtung Flanke zu kommen, aber das ist jetzt erstmal Schöneberg, der den Ball klären kann. Erneut Einwurf für Obersprockhöfel. Jetzt gehen sie zwei Mann durch, versuchen da einen Foul herauszuholen, aber der Schiedsrichter zeigt an, weiterspielen. Jetzt Preußen vielleicht mal mit einer Kontermöglichkeit über Ahmad Chaibu. Jetzt auf Hoffmann, aber der vertändelt den Ball und Obersprockhöfel kann wieder den Ball in der Preußenhälfte jetzt nach vorne, kann den Ball nach vorne tragen. Auf der rechten Seite suchen sie eine Anspielmöglichkeit, finden sie da nicht zurecht. Die Preußen stehen gut, können sich den Ball erkämpfen. Und machen das Spiel jetzt erst einmal ruhig. Ja, das ist, denke ich, richtig so. Kevin Schöneberg jetzt als Sechser treibt den Ball nach vorne. Versucht da gleich mal Kaldewey anzuspielen. Aber der war deutlich zu sehen. 1-2 Meter im Abseits. Und deswegen korrekt die Entscheidung vom Linienrichter hier Abseits zu geben. Aber noch 5 Minuten zu spielen. Beim Spielstand von 3:1. So. Sollte gegen den Landesligisten nichts mehr anbrennen. Auch wenn die hier in den letzten Minuten nochmal richtig aufdrehen. Über die linke Seite kombinieren sie sich jetzt. Die Nummer 2 geht hier Richtung Grundlinie. Versucht jetzt die Hereingabe, aber... Ja. Ein einfach leichtes Foul, dass er hier Röhe dankend annimmt und deswegen jetzt Freistoß Preußen Münster für das 16er rechte Seite. Hintenrum gespielt über Pischhorn, jetzt Schöneberg. Der neue Sechser sucht wieder hinten rechts
Riedel, ne, Kirsch, Röhr jetzt, aber vorne ist kein Durchkommen, nochmal hinten rum. Die ganze Viererkette durch. Jetzt wieder auf die linke Seite. Nochmal Chabot. Weiter auf Hoffmann und wieder zurück. Ja, passiert nicht besonders viel. Preußen spielt sich den Ball hin und her, kommt allerdings vorne nicht zu viel großen Räumgewinn, muss dann immer wieder hinten rum. Will vielleicht auch jetzt nicht mehr als Spielkontrolle und das 3:1 über die Zeit bringen. Jetzt Obersprockhövel versucht es nochmal, aber Fischhorn da aufgepasst, auch einfach für ihn den Ball da zu behaupten. Da war kein Stürmer in seinem Rücken und er spielt den Ball dann wieder auf Außen, jetzt auf Rocky Krone, der weit zurückgeeilt ist. Wieder zurück auf Pischhorn, der versucht es mit einem diagonalen Seitenwechsel. Auf Hoffmann kommt der ran, der ist schnell, aber nicht so schnell. Der Ball landet im Aus. Einwurf für Obersprockhövel. Ein Ort, von dem ich tatsächlich heute zum ersten Mal gehört habe, weil Preußen heute hier spielt. Ja, ich muss auch gestehen, ich habe von Sprockhövel oder Obersprockhövel noch nichts gehört vorher. Aber schön hier. Ja. Jetzt die Preußen auf der rechten Seite über Kirsch. Der wird da von hinten, werden die da in die Füße gelaufen. Die Beine fällt hin, kriegt zurecht den Freistoß und halbrechte Position. Genau, Philipp Röhe führt aus, flach ausgeführt nach hinten über Kevin Schöneberg. Ja, der dreht jetzt da nochmal ein paar Ründchen im Mittelfeld, wieder auf Giersch, wieder auf Pischhorn, wieder, ne, doch nicht, er macht einen kleinen Hackentrick und baut das Spiel jetzt über die linke Seite auf Amat Scheibu auf, er gibt weiter auf Hoffmann, wenn der jetzt nach vorne spielt, wieder Amat Scheibu im Ballbesitz. Rechts wartet Röhe, frei, ja, er versucht den nicht. Doppelpass mit Rocky Krone und das missglückt jetzt die der SCO im Ballbesitz. Die Preußen arbeiten gut zurück, er ist Patrick Kirsch und macht das gut, klärt den Ball ins Aus. Es gibt Einwurf für den SCO. Ja, Einwurf ausgeführt direkt auf den Fuß eines Mitspielers, aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Das gibt jetzt Einwurf für den SCP, weil das Spielgerät die Außenlinie überschritten hat. Jetzt ist, glaube ich, die 89. Minute, steht 3:1. Tore für Preußen geschossen in der ersten Halbzeit von Rocky Krone nach schönem Pass von Amaury Bischoff. Das 2:0 erzielte dann Benjamin Siegert und das 3:0 macht dann Pischhorn mit einem schönen Lupfer, auch vorbereitet von Rocky Krone. Und das 2:0 von Siegert, das muss ich mal kurz nachdenken. Ach, schöner Pass von Amaury Bischoff wieder vorneweg. Ja. Ja. So, jetzt die Preußen wieder im Vorwärtsgang über die linke Seite, über Hoffmann müsste das sein. Könnte flanken, aber steht er jetzt an der Eckfahne, legt nochmal in Ruhe zurück auf Rocky Krone. Ah, die haben natürlich jetzt Zeit, unsere Preußen. Und Rocky gegen drei Leute macht das da gut, behauptet den Ball. Ah, naja, da hat die Perspektive ein bisschen mich getäuscht. Getäuscht, genau. Das war ein Ball ins Aus von Rocky, aber gut, das macht den Braten jetzt, denke ich, auch nicht mehr fett. Obersprockhövel hat den Einwurf ausgeführt, spielen hinten rum und versuchen jetzt vielleicht nochmal den Stich hier nach vorne zu setzen, weiter Ball, aber der ist zu weit. Jetzt gerade auch, wo der Abend hier so ein bisschen einsetzt, wird der Rasen dazu dann noch ein bisschen feucht. Ein bisschen neblig ist es, also der Ball ist auf diesem Kunstrasen dann noch schneller und noch schwieriger dann mit langen Bällen irgendwie zu arbeiten. Die Preußen im Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Nachspielzeit läuft, Schiri hat die Pfeife im Mund, pfeift ab
Westfalenpokal Runde 1 überstanden gegen SC Obersprockhövel 3:1 für den SCP. Kein großes Fußballfest, aber eine Runde weiter, das ist, denke ich, was zählt. Patrick, wie ist dein Credo? Ja, ich würde sagen, der ein oder andere Ergänzungsspieler hat sich schon hier in den Vordergrund ein bisschen spielen können. Jorge Krone hat mir auch wieder gut gefallen. Bischof hat auch ein gutes Partie gemacht. 2 Tore, glaube ich, vorbereitet. Ja. Die ein oder anderen guten Ansätze waren auf jeden Fall zu sehen. Genau. Wir versuchen jetzt nochmal hier vielleicht den einen oder anderen Eindruck von den Spielern zu bekommen, kurze Interviews. Und verabschieden uns von euch dann erst einmal, vielleicht hört ihr es schon im Hintergrund, Preußen Münster spielt das nächste Mal gegen Wien Wiesbaden am Sonntag 14 Uhr. Da melden wir uns von der Radio Mottex-Stelle wieder live von der Hammerstraße und hoffen, dass wir da den ersten Heimsieg einfahren können. Ja, also, wir verabschieden uns. Schönen Abend und wir machen jetzt hier noch ein bisschen Schlagerparty. Ciao, ciao.